Shazam! Mushmash und Metroidvania, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Shazam oder Shazam! Wie ich das auch nenne. Wir machen weiter mit dem Spiel, nachdem wir hier jetzt einfach mal. Oh, 19,9% schon erkundet. Nice. Nachdem wir den ersten Boss geschlagen haben und die tollen neuen Handschuhe bekommen haben, geht es direkt weiter in den Katakomben. In die wir uns jetzt erstmal wieder hinarbeiten. Hopp. So. Weiter geht's. Oh, Freunde. Rinsebinse. Hopse. Popse. Wieder über diese unfassbar fiese Falle laufen. Die ja gar kein Problem darstellt. Zumindest noch nicht. Also kein nennenswertes scheinbar. Aber wir können es halt jetzt festhalten. Das ist ziemlich cool. Dann können wir jetzt hier geile Sachen erkunden. Und direkt ein Shortcut. Den wir in die Luft sprengen können. Ah, cool. Weiß zwar nicht genau, was das bringt bis jetzt. Ah, Moment, könnte das der Shortcut? Ja. Okay, das ist die Verbindungsstelle zu diesen Orten. Das ist geil. Sowas gefällt mir. So sind die miteinander verbunden. Das finde ich ganz cool. So. Da war ich überall. Das heißt, es geht nur noch hier lang. Der Zombie-Typ. Au. Ey. Was ist das? Die sind auch so Metroid. Und ein bisschen Blasphemous. Och, Katze, du wolltest gerade rein. Jetzt willst du wieder raus? Willst du mich verarschen? Warum kommst du denn überhaupt rein? Du nervst. Sekunde. Ich muss mal eben die dumme Katze rausbringen. Du bist eine dumme Katze, weißt du das? Du bist eine dumme Katze. Erst willst du rein, dann willst du raus. Verräter. Die Kekse. Lecker, lecker. Schmatzt euch wieder mal schön ins Ohr. Also ja, diese 8 Artefakte sagen mir, das Spiel geht nicht allzu lang. Schöner Snack zwischendurch, glaube ich. Alter, der hält was aus. Geh erstmal unten lang. Eine Kobra, die mit Sachen spuckt und laufen kann. Okay. Ah! Der nächste Gefangene. Ash ist doch eigentlich ein Männername, egal. Hallo, ich bin eine der Bergarbeiterinnen. Ash. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich habe das Gefühl, dass die Minen erstmal nicht in Betrieb genommen werden. Aber zum Glück habe ich gelernt, wie man Tränke braut. Jetzt habe ich die Gelegenheit, meine Kenntnisse so richtig auszubauen. Ich werde in die Taverne zurückkehren und sofort loslegen. Blöde Kobra. Lecker. Ich muss diesen Krieger platt machen da. Oh.
Ah, geil. Zwei Zombies. Oh. Die halten immer auf uns aus, ey. Vielleicht mal mit der Keule auf den Kopf hauen. Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Klar, ich muss jetzt zweimal weniger treffen, aber dafür bin ich halt nicht so agil. Ich bin ein Flummi! Und ihr seid scheiße. Lagert mich. Lass das. Fliege. Ne? Ich dachte, ich hab. Oh, ein Torball. Gibt Int, aber ist schon ansonsten scheiße. Okay. Machen wir also nicht. Essen! Dankeschön. Okay, oh Gott. Ich muss zurück zum Safe Point. Ui, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich sag ja, ich werde sterben. Verdammt! Fuck you. Geh doch lieber erst unten lang, glaube ich. Aber was ist denn jetzt schon wieder los? Stehen geblieben. Nee. Dann nochmal zurück. Ach, ich habe gar nicht gesaved bei. Ich hätte bei dem Dings ein Safen sollen. Bei dem, was ich gefunden habe. Bei dem Shortcut. Ich dachte, das habe ich. Habe ich aber offenbar wohl nicht. Naja. Mal hin. Müssen jetzt die Tussi natürlich und die Troller natürlich noch mal befreien. Das macht ja nichts. Ich dachte, ich hatte hier gespeichert gehabt. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das hatte. Ich sehe ja, wann sie angreifen. Das ist ja nicht das Problem. Ich bin einfach nur zu faul, um darauf zu warten. Das ist immer meine Ungeduld bei solchen Sachen. Ich will das immer schnell killen. Oder ich will sie immer schnell killen und dann und sowas. Ist der schnell wieder da gewesen? Ja, wie gesagt, ich war nur kurz auf Klo. Aber ich wollte ja sowieso einen Break machen bei jedem Boss. Also von daher, das mache ich bei Metroidvanias ja eigentlich immer. Hier. Die Tonde. So. Die kehrt jetzt erstmal wieder zurück. Dann machen wir die Kobra nochmal. Gut, ist ja eigentlich vergiftet oder so, ne? Ja, genau. Hier. Damit komme ich eher klar. Oh, verdammt, das ist Sumpf. Da kann man gut drin versinken, würde ich sagen. Silberbahn. Nice. Ja, super. Mal irgendwelche Schlangen. Oh, jetzt habe ich die Karte aufgerufen. Ah! Geht auf mir. Raus. Und eine Schatzkiste mit einer Kettenhaube. Nice. Nice. Die Verteidigung erhöht. Sehr schön. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man die Ausrüstung halt nicht sieht, ne? Also bis auf die Waffen. Aber das ist ja auch so ein, wie gesagt, so ein Metroidvania, so ein Symphony-Klassiker. Man sieht ja auch nur die Umhänge dort. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten. Ey. Ansonsten macht es schon sehr, sehr viel richtig.
hat einen gewissen Anspruch, die Bosse sind ein gewisser Anspruch. Der erste Boss war auch schon, also er war schon gut machbar, aber er war schon auch für den ersten Boss war der gut, hat er auch gut herausfordernd. Also hat er gute herausfordernde Muster gehabt, die man erstmal lernen muss. Finde ich okay. Das fand ich eigentlich ganz gut. So. Warum leuchtet das? Warum leuchtet das? Warum leuchtet da was? Würde mich mal interessieren. Aber bevor ich das rausfinde, gehe ich erstmal nochmal wieder zurück. Kurz safen. Sicher sie. Bis ich einen Safe Point gefunden habe, kann das noch ein bisschen dauern. Und ich will nicht riskieren, dass ich das dann verpatze. Und dann deswegen drauf gehe. Besonders bei denen, die kann ich halt immer so scheiße einschätzen. Achso, hier geht's wieder zurück. Mal oben lang. Direkt verlaufen. Und hopp. Das Kantenfesthalten ist cool, vor allem funktioniert es auch so gut. Ist so ungewohnt, dass sowas gut funktioniert. Der Metroid Wall Jump ist ja heute noch berüchtigt. Weil er so seltsam sich anfühlt. Wenn man ihn erstmal raus hat, dann ist er einfach, aber bis man ihn raus hat, holy moly. Eine der legendären Stellen in Metroid, das mit den drei Koalas. Übrigens habe ich bei Gamefights erfahren, es gibt eine alternative Zwischensequenz am Ende von Metroid. Von Super Metroid. Wenn man am Ende im Kampf gegen Mother Brain flüchtet, dann kann man in einem speziellen Raum, den man dann aufballern kann mit dem Hyperbeam, wenn man irgendwie irgendwo weiter unten lang geht, kann man die Tiere befreien, die da in so einem Reservoir gehalten werden. Und die fliehen dann mit einem zweiten Schiff von dem Planeten. Was ich sehr geil finde. Das muss ich tatsächlich mal ausprobieren. Das finde ich tatsächlich ein richtig geiles Ding. Wusste ich auch echt nicht. Aber das ist echt krass. Muss ich tatsächlich mal ausprobieren. Also das interessiert mich tatsächlich. Okay, da unten leuchtet das, wie gesagt. Warum leuchtet das, ist die Frage. Ist da vielleicht noch ein Secret? Vielleicht ist das ein Secret-Hinweis, dass da noch was ist. Secret-mäßig. Gucken wir mal. Ah. Ah. Oh, lass das. Verschwinde. Fliegenbrüder haben wir den auch mal. Die Musik ist wirklich Soul Blazer. Gerade. Der zweite Tempel von Soul Blazer. Okay, hier muss irgendwo ein Secret sein. Da leuchtet, das leuchtet doch nicht umsonst, oder? Das leuchtet doch nicht umsonst hier. Ist hier vielleicht irgendwo eine aufschlagbare Wand oder so? Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Oder hat er einfach die Truhe nicht als geöffnet registriert gerade? Das kann natürlich auch sein, dass er die einfach nicht als geöffnet registriert hat. Natürlich ärgerlich ist. Ich hab doppelt und dreifach reingelangt. Ich tippe mal auf so einen kleinen Bug. Einfach Geduld. Wenn ich die Karte öffne, vor allen Dingen. So langsam spiele ich mich ein bisschen ein.
Ja, Rubin. Geil. Und dann wieder die Fliegen. Boah, die sind echt nervig. Am besten kommen die gar nicht erst aus dem Röter raus. Die sind halt wirklich super nervig. Nervige Drecksviecher, ey. Okay, ich muss mich gar nicht ducken, um die zu treffen. Boah, Alter. Nemesis. Meine Nemesis. Habe ich noch irgendwas? Ach ja, stimmt. Ich habe ja ein Brot. Ich habe ja ein bisschen was zu essen bekommen. Das ist sehr gut. Jetzt müsste ich natürlich noch wissen, wo man Brot farmen kann. Das wäre ganz geil. Ey, die sind echt ätzend. Die sind wirklich ätzend. Vor allen Dingen, man kann nie so richtig einschätzen, wie weit die kommen. Boah, Leute. So präzises Schlagen auch bei denen. Jetzt komm. Alter, eine gekillt, kommt gleich eine neue. Erstmal die Boote zu stellen. Let's go. Zack. Jetzt erstmal die killen. Den kann man sich ja zum Glück Zeit lassen. Das ist ja auch nur Beschäftigungstherapie gerade. Und ich esse nochmal die Putenschenkel, den Putenschenkel. Was bringt mir nichts, wenn ich am Ende sterbe? Dann kann ich den auch einfach essen. Ja, jetzt auch sowas wie ein Trankmischer, also von daher können wir wahrscheinlich dann auch Tränke uns holen. Knochenkriecher. Dass es da oben auch weitergeht. Hopp. Hopp. Ja, du mir auch. So. Welcome back, Logo. Der Untergang der von Lünhain. In den letzten Tagen des Königreichs Lünhain herrschte Chaos. König Trell oder König Trell hatte Steinmetze aus jeder Ecke des Landes für ein sehr wichtiges Projekt in die Hauptstadt bestellt. Nachdem sie angekommen waren, wurden die Arbeiter angewiesen, die Burg Stein um Stein auseinanderzunehmen und die Steine auf Karren zu verladen. Das konnte eine Gruppe tapferer Ritter unter der Führung von Cyrus Tifali nicht mit ansehen und so versuchten sie, den König gewaltsam aufzuhalten. Über 50 Krieger stellten sich König Trell, ein blutiger Kampf brach aus. Einigen Erzählungen zufolge hat der König die meisten der Krieger persönlich niedergestreckt und wie wahnsinnig gelacht, während er das Blut seiner Untergebenen vergossen hat. Nur wenige der tapferen Ritter konnten dem Zorn ihres Königs entfliehen. Okay. Ja, scheiße gelaufen für sie, würde ich sagen. Okay, hier geht's nicht weiter, weil ich kann nicht rollen, noch nicht. Aber hier geht's weiter. Wissen wir wahrscheinlich, welche Fähigkeit wir als nächstes bekommen. Fliegen. Natürlich. Ja, wahrscheinlich rollen. Vermute ich. Okay, das ist jetzt blöd. Ah, das ist richtig doof. Geh mal weg da. Oh, du Arsch. Du Arsch! Beweg dich weg da! Oh, sowas hasse ich. Die sich nicht automatisch wegbewegen. Sondern immer Fokus auf dich lassen. Oh nein! Oh geil, ey. Mir auch. Stirb doch einfach! Puh. Safe Point wäre jetzt nicht verkehrt, würde ich sagen. Besonders bei diesen Kackfliegen wieder. Die hat schon richtig Bock auf mich gehabt, die blöde Fliege, ne? Nein! Du stinkender Scheißhaufen! Ganz runtergefallen. Moment, lese mir sofort durch. Bin ich da jetzt hochgekommen? Ah ja, von hier. Jawohl.
Oh, ich dachte, hier wäre ein Safe Point. Oh, ein Langschwert. Das ist auch. Das ist kein Safe Point, aber es ist ein Langschwert. Aber ich kann empfehlen, Remnant 2 in der Gruppe zu spielen. Die haben ordentlich dazugelernt und deine Teammitglieder sind in jeder Szene dabei. Zudem alleine ist es so semi-gut ist. Also, ich werde es so machen, wie ich es vorher auch gemacht habe. Ich werde es erstmal solo spielen. Das habe ich ja auch gesagt. Und dann mal schauen. Weiter schauen. Weiter schauen. Bei mir hat Remnant Solo ja auch Spaß gemacht. Also von daher wird mir sein Remnant 2 Solo auch Spaß machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich hab's ja sowieso noch nicht. Also das dauert ja noch, bis ich es irgendwann mal habe. Uff. Das ist schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gerade. Mit dem Schwert hier. Aber riskiere ich das jetzt? Riskiere ich das jetzt oder gehe ich den Setpoint zurück? Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Also, wo ich keine Lebensenergie mehr habe. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn ich jetzt sterbe. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, 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 sehr verdammt ärgerlich. Nein! Stirb, 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 stirb. Und du auch? Ja. Jetzt muss aber ein Safe Point kommen, Leute. Jetzt muss ein Safe Point kommen. Bitte. Bitte gib mir ein Safe Point. Moment. Aber ja, Remnant 2 kann dann auch besser den Abenteuermodus nutzen. In 1 machst du das eigentlich nur für Erfolge und Platin spielen willst. In Remnant 2 machst du das, um bestimmte Ringe und Ketten zu bekommen, weil alle Räume mehr als eine Lösung haben und tödliche Belohnung geben. Und Remnant 2 ist mehr auf dein Kit ausgelegt. War es einfach nur deine Waffe. Wie gesagt, es geht mir beim Abenteuermodus ja nicht irgendwie ums Farmen oder sonst was. Es geht mir einfach nur, das Spiel nochmal zu spielen. Aber ich habe halt von der Story nichts, wenn ich sie schon kenne. So in der Hinsicht. Ah, okay, da ist aber ein Teleporter, das heißt, da ist ein Safe Point. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. So, gehen wir mal hier runter. Das erinnert mich bestimmt an Epic. Diese Art des Aufbaus. An Epic ist auch so ein tolles Spiel, ne? Remnant 1 Story ist auch eher so meh. Die ist im zweiten schon besser. Ich fand die Remnant 1 Story gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Also ich fand sie ganz gut. Ich mochte die Lovecraft-Einflüsse ja sehr. War ein bisschen wie ein Last of Us mit Lovecraft-Einflüssen. Nur nicht ganz so starke Inszenierung. Oder sämiger Inszenierung. Nur solltest du das DLC von Remnant 1 vorher gespielt haben, sonst wirst du Probleme mit Remnant 2 haben. Nein. Ich werde das DLC nicht spielen. Ich habe das DLC nicht und ich werde für das DLC auch kein Geld ausgeben. Notfalls gucke ich mir irgendeine Zusammenfassung an, falls da irgendwie storytechnisch was fehlt. Oh Gott. Oh, die kennt man irgendwo, ja? Oh. EP-Kasper. EP-Käfer. Geil. Gut. Oh je. Und noch mehr Schlangen. Schlangen, 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 Schlangen. Schlangen, Schlangen hier weiter rum. Mensch, Mensch, die blöden Schlangen. Ich will immer hochspringen zu dem Boomerang, dabei ist das auch eigentlich dumm. Ja, ich werde alt. Ich spring zum Boomerang hoch. Da wird die Story technisch was fehlen, weil es hatte tatsächlich einiges an Story so noch mehr mal drin. Ja, das macht aber nichts. Das kann ich in einem Recap irgendwo auf YouTube mir angucken.
Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Ach, das sind diese Käfer, die ich eben auch schon hatte. Springspinnen oder was soll das sein? Ah! Taste gekommen. Ups. Glück im Unglück. Na, komm her, du! Springspinne. Was ist hier? Ein Goldring. Der eine Ring. Ein einfacher und doch schöner Ring aus Gold. Erhöht meinen Int-Wert. Oh, schön. Weil ich auch gerade Int brauche. Ja, wer weiß, vielleicht brauche ich das ja noch. Intelligenz für irgendwas. Ist immer so lächerlich, wenn man sagt, so in Rollenspielen, ja, Int brauche ich nicht. Intelligenz. Wer spielt schon mit Intelligenz? Wer spielt schon intelligent ein Spiel? Aha! Ein Buff. Und eine Wissensschriftrolle. Erhöht ein zufälliges Attribut um einen Punkt. Zufälliges Attribut um einen Punkt erhöhen. Heben wir uns erstmal auf. Oh! Schildbuff. Sehr gut. Nehm ich. Den Schildbuff nehme ich. Oh je. Oh je, Medusenköpfe. Weil die sind nicht ganz so schlimm. Die sind mehr so diese Gespenster aus. So für den Neid. Das Langschwert war eine gute Idee, ey. Aua. Stirb. So. Mhm. Das sieht irgendwie bossig aus. Bin da misstrauisch. Obwohl bei Bossen war bis jetzt immer dieser komische Standard da, ne? Eisenbahn. Geil. Ach hier, der Forschermann wieder. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe in der letzten Stunde mehr über die Ladori gelernt als im vergangenen Jahr. Hier wurden viele Artefakte mit den Toten begraben, aber dieses sticht heraus. Diese Inschriften sagen, dass Ulak dem Schamanen befahl, seine Leute unter Tage zu bringen. Sei doch. Daraufhin widmete der Stamm seine Aufmerksamkeit dem Bau des Tempels, den du in diesen Schnitzereien siehst. Hier steht auch, dass zahllose Generationen der Ladori beim Bau des Tempels gestorben sind. Ihre Überreste wurden in diesen Katakomben verwahrt. Sie gehören in ein Museum, um sich im Zeitalter der Dunkelheit wieder zu erheben. Wenn sie diesen Tempel errichtet haben, wo könnte er dann sein? Und warum war er so wichtig? Bitte geh ohne mich weiter und sieh nach, was du finden kannst. Ich werde zu dir aufschließen, sobald ich hier fertig bin. Alles klar, dann nehmen wir erstmal den nächsten Eintrag. Zu meinem Erstaunen haben wir die Begräbnisstätte des Ladori-Stamms entdeckt. Es scheint, als würden sich die Gänge kilometerweit in alle Richtungen erstrecken. Damit wurde die Frage, wohin die Ladori gegangen sind, beantwortet und durch eine neue ersetzt. Was hat es mit diesem Tempel auf sich, dessen Bau sie ihr ganzes Leben verschrieben haben? Er muss immens wichtig gewesen sein, denn die Inschriften sagen, dass zahllose Generationen während der Errichtung gestorben sind. Ihre Überreste wurden in den Katakomben aufbewahrt, um auf das Zeitalter der Dunkelheit zu warten. Das klingt jetzt nach Berserk. Aber ja, Remnant 2 ist sogar ein relativ einfaches Unterfangen. Auf 100% zu spielen kann man ja anstreben, wenn du dann den Abenteuermodus spielst. Ich denke nicht, dass ich komplettieren werde. Weiß, ich bin kein Komplettierer. Außer halt in ein paar Ausnahmen. Ich glaube, Rise of Ronin wird das Spiel sein, was ich mal wieder Platin spiele.
Überreste wurden in den Katakomben aufbewahrt und auf das der Dunkelheit zu warten, indem sie ihrem Glauben nach wiedererweckt werden sollen. Es klingt wirklich total nach, ich wollte schon wieder Bleach sagen, nach Berserk. Okay. Mal gucken, was hier ist. Ist hier irgendwo eine... Ah, sehr schön. Shortcut. Dann ist es nicht allzu schwer, auf 100% zu spielen. Das macht man so nebenbei. Also wie gesagt, ich werde mir da nicht irgendwie den Arsch aufreißen für irgendwelche Trophies. Ich spiele sie halt einfach so. Wenn ich sie bekomme, bekomme ich sie, wenn nicht, dann nicht. Kennst mich doch. Sollte dir mittlerweile klar. Felix Farren, Eintrag 1. Es ist lange her. Es ist eine lange und beschwerliche Reise gewesen, aber ich glaube, dass wir die Burg von König Trell so gut wie erreicht haben. Falls die verlorenen Schätze von Linhain hinter diesem Tor liegen, dann wird die Information, für die wir gezahlt haben, jede Münze wert gewesen sein. Dieser tollpatschige Dummkopf Drake ist auf eine Platte getreten, die eine Falle ausgelöst hat. Dadurch ist der Gang, durch den wir gekommen sind, zusammengestürzt. Jetzt bleibt uns nur der Weg nach vorn. Doch dieses Schloss irritiert mich. Es sieht viel jünger aus als der Rest der Katakomben. Genau wie diese Symbole. Was könnten sie bedeuten? Ich habe in meinem Leben schon viele Schlösser geknackt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht sollten wir einfach an dem Hebel ziehen und sehen, was geschieht. Und dann starten. Aha. Ich denke mal, da kriegen wir noch Hinweise drauf. Ich denke mal, hier geht es noch nicht weiter. Das erste nicht. Dann gehen wir erstmal nochmal zu dem anderen Bereich, wo wir gerade waren. Vielleicht ist das ja auch schon der erste Hinweis. Der Umriss einer Feder im Staub. Feder im Staub. Habe ich noch irgendwelche anderen Wege? Da oben könnte ich nur lang. Und ansonsten... Wieso leuchten die Dinger? Ich verstehe es nicht. Da vielleicht wirklich noch Secrets versteckt. Und ich gerade nicht rankomme. Kann natürlich sein. Hey, Reddy! Bitte geh ohne mich weiter. Ich will sehen, was ich finden kann. Ich werde hier auflesen. Vielleicht muss ich dann doch irgendwas... Moment mal. Kann ich vielleicht irgendeinen Hinweis... Stern? Okay, ich brauche... Ach, das geht also direkt. Also haben die das direkt schon vorher gemacht? Okay. Vielleicht kriegt man da noch eine andere Kombination. Aber die ist momentan die einzige, die man nimmt. Ah, okay. Ja, das verwirrt ein bisschen. Aber gut. Dann wäre es mal aus. Ja, doch. Ich behaupte mal, du bist mit deinem ganzen Ronin-Kram schuld, dass ich jetzt vor Ghost of Tsushima sitzen muss. Das kann sein, ja? Auch wenn Rise of a Ronin noch deutlich geiler ist. Ich finde. Aber ja, das kann sein. Freut mich. Ghost of Tsushima ist auch klasse. Okay, da unten gibt es einen Weg. Da ist ein Weg. Es sind sehr viele Wege gerade, ne? Da muss ich erstmal ein bisschen Struktur reinbekommen hier. Mach dich dafür jetzt einfach mal verantwortlich. Ja, du stört mich nicht. Ja, ewig in der Bibliothek, irgendwie nie gespielt. Hole ich gerade nach, hab massig Spaß. Ja, das freut mich. Okay, Silvi, ich hab mir die Remnant-2er-Folge angesehen. Das ist echt nicht schwer. Du überzeugst mich davon nicht, dass ich sie hole, Logo. Ich werde da nichts sammeln. Nichts explizit. Das weißt du doch. Oh, Glücksrad.
Meine Damen, meine Damen und Herren, Kinder jeden Alters, kommt herbei und dreht das Rad des Schicksals. Werden wir sehen, ob wir sie dann holen. Das Rad ist für all jene, die alles aufs Spiel setzen wollen. Doch es ist Vorsicht geboten. Wie auch im Leben läuft hier nicht alles immer glatt. Wirst du das Rad des Schicksals drehen? Ach komm, let's go. Viel Glück! Oh Gott, will ich das? Achso, ich muss dafür gar keine Münzen abgeben. Halbe Miete. Ich bin immer ganz fasziniert von Leuten, die ernsthaft Erfolge-Trophys jagen, weil kapiere ich nicht. Ich auch nicht. Du verlierst, du wurdest vergiftet. Oh Gott. Oh, das muss wehtun. Wenn du lange genug im Spiel bleibst, wirst du irgendwann verlieren. Vielleicht werden wir uns erneut begegnen. Hallo? Super. Bin ich vergiftet oder was? Ich will nochmal. Geil. Das ist Kacke. Kokra? Das ist eine Kobra. Ich muss beeilen und wie ist das denn? Ja, geil. Geil. Bin gerade vergiftet und jetzt kommt hier so einer. Das ist gerade allerhand Stress hier, ey. 5 Stück, okay. Stirb doch einfach. Stirb doch. Stirb bitte. Scheiße. Aua. Feuerball am Kopf. Okay, ich werde sterben. Ich werde ganz sicher sterben. Ich werde ganz sicher sterben, bevor ich ihn töte. Oder auch nicht. Knochenteufel. Aber ich bin immer noch vergiftet. Scheiße, kann ich irgendwas dagegen tun? Habe ich irgendwas? Ich habe nichts. Verdammt. Ich werde sterben. Ich werde einfach sterben. Okay, Glücksrad an mich. Memo an Glücksrad. Ich werde jetzt nie wieder sowas drehen. Denn ich sterbe einfach dadurch. Ich habe einfach kein Glück. Logo würde wahrscheinlich, keine Ahnung, das beste Ding bekommen oder sowas. Ja, wir hatten das schon mal, ich erinnere mich noch. Wir waren uns da einig, dass aufs Layer auf dem Spiel halt nichts im Spiel, daher irgendwie bedeutungslos, kein Plan, einfach nicht meins. Bei Ghost of Tsushima habe ich tatsächlich Platin gesammelt, aber auch einfach nur, weil ich auf Ghost of Tsushima so lange gewartet habe. Okay, dann müssen wir nochmal wieder zurück. Eieieiei. Das war doch der Weg, oder? Ja. Also da komme ich so mal nicht hin. Da oben war ich schon. Dann geht's hier jetzt lang. Und hier kommen wir wahrscheinlich lang, wenn wir die richtige Kombination haben. Hier ist nichts. Okay, gut. Ich habe exakt eine Platin, weil ich Spider-Man irgendwie den ganzen Kram gemacht habe, aber weil es Spaß gemacht hat. Nicht, weil mich die Trophys gejuckt haben. Nee, die Trophys jucken mich, wie gesagt, auch nur bei leidenschaftlichen Projekten. Wie bei Rise of Ronin zum Beispiel. Da will ich mir auch noch die Platin holen. Einfach weil Samurai-Game, ey. Da hole ich sie mir. Bei eins der wenigen Samurai-Games. Ich denke mal, ich weiß nicht, vielleicht werde ich sie mir auch bei Eden Chronicles holen. Einfach aus Respekt für die Reihe, aber ansonsten jucken die mich auch nicht wirklich. So, wir gehen nochmal zu dem Kerl hin. Da steht doch Kobra. Vorsicht. Nein, werde ich nicht. Dann kehre zurück, wenn du bereit bist. Ich bin niemals bereit, ein Rad zu drehen. Denn ich habe kein Glück. Und dieses kein Glück werde ich nicht auch noch in Unglück verwandeln. Kein Glück nicht in Unglück verwandeln, das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Kein Glück ist ja Unglück eigentlich, ne? Also naja. Ich habe Unglück und dieses Unglück setze ich nicht aufs Spiel. Moment, boah, jetzt geht's aber hier los. Wenn es relativ einfach ist, nehme ich eine Platin schon mit. Nur nicht, wenn man Ewigkeiten grinden muss, außer es macht Spaß. Das stimmt, da gebe ich zu. Ich habe exakt eine. Achso, nee, das hatte ich. Die beiden Labyrinth of Refrain und Galeria spielt man auch automatisch auf Platin, wenn man fürs True Ending geht.
Also generell, wenn es Spaß macht, halt, ich kann es verstehen. Das kann ich verstehen. Bei so einer 5 Royal habe ich mir auch die Platin geholt. Die war auch geschenkt. Sag, dass meiner Ni No Kuni Platin. Ich meine, ich habe auch nichts davon, wenn ich eine Platin habe. Ich habe dann halt eine Platin, die steht dann da einfach. Wow, das ist, belangloser kann es nicht sein für mich. Also. Ich habe immer das Gefühl, manche Leute machen sowas zum Schwanzvergleich. Und das kann ich halt so gar nicht verstehen. Dass man der Welt zeigen will, oh, guck mal, ich habe Platin und so. Besonders diese Leute, die dann auf Twitter mit dieser Platin rumprotzen und von wegen, hey, ich habe Platin durchgespielt. Ich so, ja, schön, dass du es hast, aber musst du es mit der ganzen Welt teilen? Also, muss das sein? Ich verstehe es nicht. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem Gevatter Tod da. Zu dem Knochenteufel. Den wir jetzt nochmal in den Arsch treten können. Wie viel P brauche ich noch? Das könnte... Cobra. Geh weg, Cobra 11. Dir nichts getan. So, let's go. Noch ein Teufel geht's. Ab hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Au. Au. 1, 2, 3, 4. Alter! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein! Jetzt habe ich diese blöde Kugel getroffen, ey. Fuck, ey. Fuck mich. Moment. Wenn ich alle Waffen gekauft hätte und einen Boss noch in die Chance gemacht hätte, Platin von Bloodborne, die werde ich wohl irgendwann mal bekommen. Danke. Silvi mich erstmal outcallen, obwohl ich eigentlich nur spiele damit Ehre, die ich gut finde. Naja, so kommt es für mich halt immer, also das ist jetzt kein Front gegen dich Logo. Es kommt mir halt einfach immer nur so rüber, dass Menschen, dass die meisten Menschen das deswegen machen, um zu zeigen, ja guck mal wie cool ich bin, ich habe eine Platin. Ja, steht jeder Chef drauf, auf jeden Fall. Mal Civilization Revolution gespielt, das hatte auf Xbox so krumme Erfolge. Also anstatt 5, so jeweils 6 und so jeweils. Jedenfalls, Kuppel meinte irgendwann, ich habe 10.000 Gamerscore, schickte ihm meinen Screen 10.001 und er war so angepisst. Siehst du, genau das! Ich weiß nicht, warum man sich damit messen muss mit solchen Zahlen. Es ist echt schwer gerade. Muss ich auch nochmal sagen. Das ist wirklich nicht einfach gerade hier. Also jetzt zieht das Spiel die Samthandschuhe aus, habe ich das Gefühl. Also verglichen mit dem Zeitaufwand, den man mit so einer Platin verbringt, bin ich der Verlierer, wenn ich der Typ mit der Platin bin. So für mich gefühlt. Deswegen mache ich das auch nur bei ganz, ganz wenig Spielen. Ich 100% nur die Spiele, wo ich denke, das ist machbar oder wo ich weiß, das Spiel macht mir viel Spaß. Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ich mache es halt nur bei den Spielen, die tatsächlich für mich leidenschaftlich sind. Also wo ich tatsächlich lange drauf gewartet habe oder so. Und das ist halt, ja, Ghost of Tsushima war das, glaube ich, das Einzige. Hatte mal welche in der Party, die haben sich echt unterhalten, welche Games sie übers Wochenende ausleihen, weil die Erfolge da so einfach sind. Also ja, okay. Ja, Robin Schweiger von Time to 3 oder Hooked ist ja auch so einer. Also ich kann es nicht verstehen, aber... Manche Menschen sind halt so. Menschen sind halt auch komisch, sag ich mal so. Ja. Menschen sind komisch, Steine sind okay. Okay, außer Test, das ist, was ich auf 100% spielen will, das mache ich nur, damit ich es nie wieder anfassen muss.
Jetzt haben wir das wieder. Tales of Systeria hat dich einfach zerstört, Logo. Kann das sein? Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Kein Bock nochmal gegen diesen... Was ist das? Attack on Titan! Boah, ist ja eklig! Ich bin das Essen und er ist der Jäger. Ne, andersrum. Er ist das Essen und ich bin der Jäger. Und er schmeckt lecker. Hopp, hopp. Lies ich mir sofort durch. Ich muss mal eben Boomerang-Man hier platt machen. Zack, zack, zack. Und zack. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Glücksschriftrolle. Naja, ob die so viel Glück bringt, weiß ich jetzt nicht. Das werden wir sehen. Oh, Eisenbahn. Und wieder ein Item. Was ist da Schönes drin? Gegengiftrezept. Das hätte ich mal vorher gebraucht. Aber das Rezept bringt ja noch lange keinen Trank, ne? Oh Gott, oh Gott, oh je, oh je, oh je. Jetzt wird's Donkey Kong. Jetzt wird's Donkey Kong. Du du du. Du 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 du. Du du du. Du 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 du. Oh! Das, der sieht aus wie ein Schmied. So, jetzt muss ich mal eben. Wer braucht schon Menschen, wenn man Platin haben kann? Dafür, dass ich es ein 60-Euro-Spiel war, absolut scheiße, kann man so sagen. Naja! Das kann ich verstehen. Zum Glück habe ich dafür keine 60 ausgegeben, sondern 10. Danke für deine Hilfe. Ich bin Dom, der hiesige Schmied. Ich würde helfen, diese Korridore zu säubern, aber ich bin besser im Schmieden von Schwertern als in ihrer Anwendung. Komm doch mal in meinem Laden vorbei, in Katas vorbei. Ich mache dir einen guten Preis für neue Ausrüstung. Ah, geil. Gut, das lasse ich durchgehen. Platin oder Steine? Sage ich. Steine sind okay. Ne? Achso, da hinten ist noch ein Weg. Wie der auch mit den Zähnen knirscht. Okay, da komme ich so nicht hoch. Den kriege ich nicht hoch. Dann gehen wir mal nach Katas zurück. Um uns die neuen Dingsen anzugucken. Außerdem muss ich mal auf der Liste gucken. Au! Welche Leute mir noch fehlen. Oh, nein, 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 nein. Du nicht. Du nicht. Du eindeutig nicht. Das hier ist so ein Castle of Darkness-Bereich, ey. Nein! Ach, scheiße. Nur noch zwei. Oh, verdammt. Oh, ich will nicht sterben. Das ist noch so weit. Das ist noch so eklig. Das ist eklig. Oh, nein. Bloß kein Risiko eingehen jetzt mehr. Ach, scheiße, ich komme ja gar nicht mehr zurück. Fugit! Das habe ich ganz vergessen. Ja. Geil. Wobei, doch, ich komme zurück. Mit Teleporter-Rolle. Oh, puh. Fugit, ey. Fugit, Fugit. Okay, dann sprechen wir mal mit dem. Moment, wir gucken uns einfach mal die Liste an. Wie viele Leute fehlen mir denn noch? Hup, 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 hup. Ich habe dafür 2 Euro bezahlt und selbst das finde ich noch zu viel für Tales of Systeria. Na, 2 Euro finde ich vollkommen in Ordnung. Platin ist in Rohform ein Stein. Ja, stimmt. Willkommen im Sevarius Stream. Wir machen keine Erfolge, mögen aber schräge Games und Menschen finden wir auch eher doof. Aber Scheine mögen wir. Doch, mag das immer wieder hier. Schau immer gerne rein. Das freut mich natürlich zu hören. Er diskutiert ja gerne eine Stunde mit mir rum, ob ich Fische getötet habe oder nicht. Ja, also... Logo bezeichnet Fische töten als freilassen. Wenn die Fische dann aber keine Luft mehr haben, sind sie tot. Ne? Also, kein Wasser mehr haben, sind sie tot. Also von daher... ja, ich bin heute auch ein bisschen durch wieder. Okay, Dom fehlt uns noch. Wieso Dom haben wir doch? Wir haben doch Dom. Wir haben Dom doch gerade befreit.
Oder muss ich erst mit dem Alten sprechen, damit die abgehakt werden? Kann auch sein. Ah, du hast Dom gefunden. Was für ein Glück. Ich wüsste nicht, was wir ohne ihn tun sollen. Ohne sein Geschick in der Schmiede wäre diese Stadt nur ein Loch im Boden. Ah, du hast Win gerettet. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich wette, dass er schon wieder in der Taverne ist und Karten spielt. Es ist mir schleierhaft, warum jemand den ganzen Tag nur Karten spielen möchte, aber jedem das seine. Oh, den Wächtern sei Dank, du hast Ash gefunden. Jeder meiner Arbeiter ist wie ein Teil meiner Familie, aber Ash ist die Tochter, die ich nie hatte. Bitte suche auch weiter nach dem Rest. Okay. Jetzt sind die abgehakt, oder? Ah, okay. Jetzt noch Ethel, Prinzessin, Jinx, Kade, Duncan und Grant. Hugh Grant. Moment. Ich habe sie befreit. Befreit. Das ist dann langfristige Befreiung, was Logo macht. Ja, genau. Das ist Mord, was Logo macht. Langfristig in die Pfanne befreit, oder was? Nee, er hat einfach auf dem Aquarium geschossen und die Fische gekillt dadurch. Also, das ist halt einfach eine Tatsache. Reden, kaufen. Schön, dich wiederzusehen. Wenn ich nicht gerade in den Minen arbeite, helfe ich Ethel mit der Bar aus. Ich glaube, das liegt mir ziemlich gut. Aber ohne Rezepte ist es schwer, besser zu werden. Wenn du ein paar Rezepte für mich finden würdest, kann ich neue Tränke brauen, die dir helfen könnten. Bitte lass mich wissen, falls dir beim Erkunden welche begegnen. Ja, die kommen mir entgegen. Oh, Tränke. Ich möchte gerne ein paar kaufen. Ich kaufe so für 600. Da muss ich nicht ständig zurück. Oh, grüß dich. Ich hatte schon gehofft, dass wir uns wiedersehen würden. Meine Lieblingsbeschäftigung sind Kartenspiele, aber wie es scheint, habe ich meinen Kartenstapel verloren. An dem Tag, an dem wir den Durchgang geöffnet haben, habe ich ihn in meiner Mittagsbox beim Arbeitsplatz gelassen. Nachdem du mich gerettet hast, bin ich auf meinem Rückweg in die Stadt dort vorbeigegangen, aber er war weg. Falls du meinen Kartenstapel finden solltest, bitte bring ihn hierher zurück. Dann können wir eine Runde spielen. Oh, Karten spielen. So Mama oder was? Hätten sich die Fische mein Panzerglas besorgt? Ja, stimmt. Ja gut, mein Lieblingsfisch ist in Blockform und heißt Iglo. Ich bin der falsche Ansprechpartner. Leute befreien ist nicht ermorden. Aquarium zerschießen und Fische damit töten ist ermorden. Hör auf dich rauszureden, Logo. Schuppenhelm. Alter. Kauf. Keule. Also die Keule hier kann ich auf jeden Fall mal verkaufen, aber. Ah, nee. Reden, kaufen, was kann ich hier? Magisches Messer. Thomas Roberts Mönches. Ach so, die hat. Millionengürtel, Priesterhut. Alter, die haben auch geile Sachen hier. Turban. Ja, den kannst du haben, der ist scheiße. Ah, hallo, Jüngling. Dank dir ist mein Magieladen nun eröffnet. Ich habe viele Zauber im Angebot, die dir auf deiner Reise helfen könnten. Allerdings kann ich momentan noch keine Zauber verbessern. Ich brauche mein Buch der Zauberformeln. Ich habe mein Buch der Zauberformeln verloren, als ich von diesen Monstern fortgeschleift wurde. Früher hätte ich dir jeden Zauber daraus auswendig zitieren können, aber ich fürchte, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war. Bitte gib mir Bescheid, falls du es findest. Vielleicht. Was ist das eigentlich? Achso, Mana. Mana. Bidi. So. Dann gehen wir zurück in den Tempel. In die Mine. Wo war nochmal der. Das ist jetzt komisch, ne? Warum ich da nicht direkt rausporten kann? Das ist seltsam. Warum muss ich denn da extra wieder hinlatschen? Weil normalerweise ist man ja sowieso. Ja, gut. Das ist jetzt auch kein großes Problem. Wobei, ich kann auch dann den Weg, den ich vorher nicht gehen konnte, ich glaube, das war der hier. Genau. Den kann ich jetzt mal gehen. Habt nur ein Loch reingeschossen. Kann ich dafür, dass das Spiel keine Physik hat, wie manche andere Spiele, die es besser machen. Aber Loch im Glas, Wasserdruck macht Aquarium putt. Also klingt physikalisch sinnig. Ja, klingt es. Aber in der Theorie hätte das auch passieren können, dass er durch die Befreiung der Fische die Evolution beschleunigt und sie anfangen, ohne Wasser zu atmen. Man könnte es auch als Experiment zur Befreiung der Fische bezeichnen.
Nein, für mich ist es Mord. Und es bleibt auch Mord. Oh, hier haben wir einen. Duncan. Duncan, mir wurde in diesem Käfig langsam langweilig. Ich bin Duncan, einer der Bergarbeiter von hier. Weißt du was, da ist das, was das Einzige ist, das ich noch lieber mag, als Minerale auszugraben, sie zu verarbeiten. Ich werde nach Carthas zurückkehren und die Ramme mal wieder in Betrieb nehmen. Komm mich besuchen, wenn du Minerale kaufen oder verkaufen möchtest. Ah, bei dem kann ich Minerale verkaufen. Ich habe genug Spore gespielt, um ihre Theorie zu bestätigen. Ja, aber das ist, Spore ist, ist nicht real. Also ist nicht, ne, ist, ein komplettes Fantasy-Ding. Division ist da weitaus realer, was das angeht. Für mich ist Fischmord, vielleicht, für mich ist Zerstören von Aquarien Mord. Das wird immer so bleiben. Ein reales Setting. Zumindest ein realeres Setting als Spore. Das meine ich damit. Und den Fischmord haben wir auf Band, also von daher gibt es da nichts rauszureden. Wir haben ihn alle gesehen. Und wenn nicht, dann kann man ihn nachholen. Wenn man sehen will, wie kaltblütig Logo die Fische tötet. So, jetzt auf die andere Seite, da geht's schneller, glaube ich. Radde! Radde! Oh, ich komme immer wieder auf die Taste. Topfpastete. Lecker. Gerade aus so einem Schleimi rausgehauen? Lecker. Schleimi-Topfpastete. Fantastisch. So, hopp. Eisenbahren. Ich sichere die Beweise demnächst. Ich muss mal ins Bett. Mach das, Reddy. Mach das. Sichte die Beweise beim nächsten Mal. Wollte kurz reinschauen, aber dann wurden Fische ermordet. Das war wichtig. Ja. Diesen Verbrechen muss man auf den Grund gehen. Da hast du recht, Red. Da gebe ich dir vollkommen recht. Okay, Logo, wir haben es versucht. Leider bleibst du wohl schuldig in der Anklage. Ja, eindeutig. Eindeutig. Wir haben es alle gesehen. Und ich habe es auf Band, also von daher. Assange-Video. Ansage-Video aus dem Wald folgt. Okay. Yay, 100, alle doof hier. Schön wie zu Hause. Wir hassen uns alle von Herzen, ja. Already, ich kann dir empfehlen, falls du morgen Zeit hast, morgen Abend mal einzuschalten, wenn wir Division spielen. Das ist sehr, sehr lustig. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich glaube, Sim kann das bestätigen. Oh, eine Lederpeitsche. Peitsche. Die ist zwar nicht so stark, aber die hat eine krass gute Reichweite, ey. Jetzt spielen wir wirklich Castlevania. Vor allen Dingen könnte es morgen die letzte Gelegenheit sein, weil wir wahrscheinlich Division morgen durchspielen werden. Ich glaube eben nicht. Wann wollen wir starten? Vor 22 Uhr wird es auf jeden Fall nichts. Weil Daddy und so. Da bin ich noch im Daddy-Modus. Erst nach 22 Uhr bin ich aus dem Daddy-Modus raus. Das bestätige ich von Logo auch. Wir diskutieren eine Stunde lang über irgendeine Scheiße. Ja! Über wichtige Scheiße! Über Dinge, die einfach mal aufgeklärt werden müssen, wie zum Beispiel die Farbe von Gegnern. Dass der Boss eine andere Farbe hat als der High-End-Gegner.
Sowas ist wichtig. Sowas muss, solche Fragen müssen gestellt werden. Der Partner in den USA, der ist ja spät abends meine Zeit, dann weg zur Arbeit, also passt abends supi. Siehst du? Dann geht das doch. So, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück hier. In den Tempel. In den Tempel. In die Mine. Nee, erstmal. Saven. Ich glaube, die Peitsche könnte ganz geil sein. Ich fahre einfach bald wieder zu dir und stelle mal die Farben in deinem Fernseher mal richtig ein. Die Farben in meinem Fernseher sind richtig eingestellt. Logo. Die Farben in meinem Fernseher sind super eingestellt. So. Jetzt bin ich hier. Jetzt probieren wir das nochmal. Hoffentlich diesmal mit Erfolg. Ich meine, ich habe jetzt eine Peitsche. Das ist, Peitsche! Wenn du den Unterschied zwischen Beige und Gelb nicht siehst, weiß ich ja nicht. Jetzt geht er schon wieder los. Logo, du hast doch schon Unrecht gehabt. Es ging ja nicht um den Unterschied zwischen Beige und Gelb. Es ging ja um den... Es ging ja... Red dich ja nicht raus. Es ging ja darum, dass der Boss anders... Dass die Farbe vom Boss anders ist als... Die vom High-End-Gegner. Darum ging es ja. Es geht ja nicht um Beige und Gelb. Es kann ja sein, dass ich das falsch beschrieben habe, dass es nicht beige ist. Ja... Aber es geht ja gar nicht darum. Es geht ja um den farblichen Unterschied der beiden. Darum geht es ja eigentlich im Kern. Ich glaube, du verstehst die Kernaussage einfach nicht. Oder du hast die Kernaussage einfach nicht verstanden, worum es eigentlich wirklich ging. Die Farben sind ja egal. Es geht ja nur darum, dass es halt... Muschimusch und ein herzliches Metroidvania euch allen da draußen. Wir machen weiter mit Chasm oder Shazam, wie wir es hier aussprechen. Das Spiel ist wieder viel zu laut, weil ich noch auf... ich habe noch auf volle Lautstärke. Moment, das muss ich eben kurz... kurzer Nachtrag. Ich musste ja leider letzt das Spiel zwangsläufig beenden, weil ich, keine Ahnung, irgendwie was berührt habe, was ich gar nicht berührt habe, aber gut. Das klingt falsch direkt, aber deswegen bin ich hier jetzt. Ich kann nochmal zurücklatschen, damit ihr seht, wo ich war. Oh, ich hab ich gar nicht gespeichert. Doch, ich hab doch gespeichert, oder? Ich hab doch gespeichert. Genau. Also hier bin ich. Und den Knochenteufel, den haben wir ja, hat Logo ja auch schon gesagt, den haben wir ja eigentlich schon gesehen. Also ich habe ihn ja auch schon einmal besiegt, dann kam das Gift. Also ist es nicht ganz so schlimm. Ihr habt also ansonsten nichts verpasst. Ich habe nur gesehen, ich habe nur den Knochenteufel besiegt und dann, genau, hier war das. Hier war der Knochenteufel. Der ein fieser Map war auf jeden Fall. Weil dieses Ausweichmuster, das muss man erstmal hinkriegen, finde ich. Das hier sieht irgendwie verdächtig aus, ne? Aber das wird vielleicht nochmal später relevant werden. Oh, ich liebe Metroidvanias, ne? Besonders, wenn man sie schon lange nicht mehr gespielt hat. Ich habe auch definitiv nochmal vor, Metroid zu spielen. Ich würde halt so gerne mal das Remake von Teil 2 spielen. Aber da gibt es immer noch kein Switch-Port von, ne? Ich wünsche mir da immer noch ein Switch-Port von. Ich hoffe, dass da irgendwann mal einer kommt. Wenn er nur für den E-Shop ist, das wäre mir auch egal. Weil den hätte ich halt wirklich sehr, sehr gerne. Und ich warte halt immer noch auf Metroid Prime 3. Weil das Remaster von Metroid Prime brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde das Gamecube-Spiel immer noch... Oh, die sind schlimm, ey. Finde das Gamecube-Spiel immer noch sehr, sehr gut spielbar. Und ja, auch mit den Artefakten sammeln. Das fand ich nie wirklich schlimm. Da fand ich das in Zelda schlimmer. In Wind Waker die Artefakte sammeln, also die Triforce-Teile sammeln. Das fand ich viel, viel schlimmer in Zelda. Oh, ich hab einen Lauf hier, ey. Fleischmensch. Ja, was sonst? Wiesenhof heißt er. Zack, zack. Oh, die Mucke ist wieder so gut, ne? Aber instinktiv bin ich zum Glück richtig gegangen beim letzten Mal, bevor ich irgendwo anders lang gestolpert bin.
Ich habe es echt nicht gewusst, dass hier ein Safe Point ist. Aber umso besser, dass ich ihn gefunden habe. So, bevor wir da unten lang gehen, gehen wir erstmal hier oben nochmal gucken. Also für alle Leute, die auf Metroidvanias stehen, Stile von Metroid, kann ich nur Axiom Verge sehr empfehlen. Was auch noch definitiv irgendwann mal gestreamt wird. Oh. Wir haben Murray befreit. Eine Taschenuhr. Wofür ist die denn? Eine Taschenuhr. Ist es kein Item? Ist es eine Waffe? Nee. Inventar. Taschenuhr. Eine Taschenuhr, die den Namen Felix Farron als Inschrift trägt. Oh, Mist. Der Felix Farron ist, ja, der war einmal, würde ich sagen. Der ist jetzt Schimmelpilz. Lief nicht ganz so gut für ihn. Ich bin froh, dass es hier keinen Fallschaden gibt, by the way. Bei diesen Höhen, die man manchmal erklimmen muss, bin ich froh, dass es keinen Fallschaden gibt. Aber die Mucke ist wirklich gut, ne? Ich meine, dieses Spiel macht es so simpel. Also es kopiert richtig viel von einem guten Metroidvania wie Symphony of the Night. Aber es kopiert halt einfach richtig gut von einem Symphony of the Night. Deswegen finde ich das gar nicht mal schlimm. Ah, jetzt sind wir... Ah, verstehe, jetzt sind wir hier. Geil. Jetzt haben wir da einen Shortcut freigeschaltet. Supi. Das ist ja wirklich supi. Gehen wir nochmal kurz zum Save Point zurück. Das ist ja fantastisch. Diesen Part werde ich mit dem Part davor, bevor das Spiel oder bevor die Verbindung abzubrechen meinte, definitiv dann so hochladen als ein Part. Das heißt, ihr werdet den dann unter Videos finden, nicht unter Streams. Wobei ihr könnt ihn dann auch in der Playlist einfach finden, aber ihr werdet ihn nicht direkt auf der Seite finden. Also schon direkt auf der Seite, aber in einem anderen Reiter halt dann. Nicht so unter dem Live-Reiter, wie sonst immer alle Livestreams sind. Das ist dann ja immer so mit so Aufnahmen, aber ist ja auch egal. In der Playlist findet ihr ihn dann auf jeden Fall. So, let's go. Ah, wenn er dagegen rennt, dann stunt er sich selber aus dem... Blöd ist nur, dass er nach hinten fetzt. Skelett! Hallo, Mr. Skelett! Hops, hops, hops und rüber. Oh, hier der. Alter, ihr. Wieso springe ich eigentlich weg? Nur mache ich nicht einfach den hier. Dafür ist der Sidestep doch da. Ich habe den aber auch in Castlevania sehr, sehr selten benutzt. Zumindest am Anfang, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich ihn sehr selten benutzt. Was sehr, sehr dumm war, weil der Sidestep eigentlich super ist. Ich habe ihn halt einfach nicht wertgeschätzt. Es tut mir sehr leid. Es tut mir heute noch sehr weh, dass ich den nicht wertgeschätzt habe. So. Ein Mehlsack und ein bisschen Gold. Oh je. Oh je, das sieht gefährlich aus. Vielleicht gehen wir doch lieber erstmal oben lang. Wobei, wer nichts wagt, der nichts gewinnt, nicht wahr? Hopp. 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 Oh, so gefährlich ist das gar nicht. Hopp. Nimm's zurück. Ah, doch gefährlicher als ich dachte. Wobei, nee, es ist gut. Ein Kettenhemd. Da boxt der Bär im Kettenhemd. Und hopp. Das ist so ein Castlevania-Ding, ne? Dass man einfach so diese Dinger zerschlägt, auch wenn da nichts drin ist mehr. Das letzte Abendmahl. Der Landori.
Landroy. Ha! Es geht dann viel besser, wenn man einfach den Nix wählt. So. Nachdem wir endlich den Mut gefasst hatten, an dem Hebel zu ziehen, haben Drake und ich uns aufgeteilt, um nach Hinweisen zu suchen. Ich habe hier unten mehrere Fresken entdeckt, von denen ich glaube, dass sie Hinweise zum Öffnen des Tores beinhalten. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was sie bedeuten. Ich hoffe, dass Drake nicht in der Patsche steckt. Er ist vielleicht begriffsstutzig, aber ich könnte seine Hilfe beim Bekämpfen dieser Monster gut gebrauchen. Du bist gestorben, Felix. Also, Drake lebt, glaube ich, noch. Ich weiß es nicht. Aber Felix ist wohl gestorben, Felix Farron. Der ist ja im Käfig verendet, so wie wir gesehen haben. Spinne! Ah. Boah. Sag ja, diese iFrame-Sache, ne? Da muss man sich echt dran gewöhnen. Ich dachte, das reicht jetzt. Ja, Putenschenkel! Geil. Die geben Putenschenkel, das ist cool. Gebt mal eure geilen Schenkel. Ihr geilen Schenkel. Ihr geilen Schnenkel. Hops, 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 hops. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter. Der öffnet das. Ja, okay, hier brauchen wir professionelle Hilfe. So wie es aussieht. Können höchstens noch oben lang. So wie es aussieht. Oder auch nicht. Na doch. Achso, das ist dahinter. Hm. Ja, gut. Das ist die gute Rat teuer. Wo können wir denn sonst noch lang? Höchstens da oben, ne? Ja, hier scheint ja gerade kein Weg zu sein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück. Na super. Das ist halt das Schöne an dem Metroidvania, was man zuerst spielt. Oder was man lange nicht mehr gespielt hat und nur einmal gespielt hat. Man kennt es noch nicht so in- und auswendig. Man kommt also noch nicht so super durch. Muss erstmal die ganzen Wege kennenlernen. Das macht es ja auch aus, ne? Oh, du Sau. Einfach mir den Boomerang an die Nüsse geommelt. Ich bin eigentlich weggesprungen, aber okay. Kampfgürtel. Der sieht wertvoll aus. Der leuchtet sogar cool. Holy shit, das ist ein besonderes Item, würde ich mal sagen. Geil. Jetzt darf ich natürlich nicht mehr sterben. Das heißt, ich nehme einmal einen Putenbrust und hey, holy, holo, Entschuldigung. Topfpastete. Gemüsefleisch. Na, nehmen wir die. Gemüse, Fleisch, Pastete. Wie geht's dir, Holo-chan? Ich hoffe gut. Willkommen bei einem kleinen Metroidvania par excellence. Alter! Ey, der macht echt gut Schaden, der Kerl. Und ich bin hier ein bisschen in der Bredouille gerade. Wie Emilia Earhart sagen würde. Ja, ja! Wird noch geiler hier, habe ich das Gefühl. Aber Alter, macht schon gut Schaden jetzt, ne? Also der Kampfgürtel hat sich gelohnt, ey. Der hat sich... Oh! Der hat sich gelohnt. Ha! Oh, leck mich am Arsch, ey. Du Attack on Titan Verschnitt. Zack. Er ist das Essen und ich bin der Jäger. Das freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Da, nimm dies. Erin! Nimm dies! Zack. So. Batz. Und Batz. Und Batz. Batz. Ha! Level up. Geht doch. Ich sehe, das lohnt sich doch. Das lohnt sich doch. Das lohnt sich doch. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Und hier hoch. Und hier rüber. Und hier war nichts. Das hier ist sehr verdächtig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwo hier geht's garantiert später weiter. Es ist sehr verdächtig. Zu verdächtig, als dass es nichts ist. Tatsächlich. Aber gut, dann gehen wir erstmal kurz zum Savepoint nochmal zurück. Nur um sicher zu gehen. Ich meine, ich habe diesen geilen Kampfgürtel, den möchte ich ungern aufs Spiel setzen. Da bin ich dann tatsächlich zu feige für. Und zurück.
gehen jetzt den gefahrvollen Weg zurück. Der Knochenteufel ist ja jetzt tot. Ich glaube nicht, dass der spawnt. Nee. Ist ein richtig guter Boss gewesen, aber der spawnt halt nicht. Zack. So. Nein, danke. Ich bin nicht lebensmüde. Ich spiele nicht schon wieder dein komisches, rutsches, slowakisches Roulette. Okay, da ist nichts mehr drin scheinbar. Ich dachte, die regenerieren sich, aber vielleicht auch nicht immer. Vielleicht nicht bei allen. Genau. Jetzt geht's hier lang. Ist ja gar kein Problem. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Hücha! Hussa, Commodore! Hussa, Commodore! Nimm dies. Wie viele Treffer braucht er eigentlich? 6, okay. 6 Treffer, die sind doch schnell gemacht. Hopp, hopp. Und ein Geistmann, der braucht 2 Treffer. Kann mich nicht dran erinnern, dass die Stacheln immer aktiv waren, aber okay. Hup. Kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Zumindest nicht für mich, denn ich bin geskillter Ninja. Also hier kann ich nicht lang. Hier war eine Schatztruhe. Dann eigentlich nur oben, ne? Ist die Frage, können wir nach oben? Ansonsten muss ich wahrscheinlich wieder zurücklatschen. Um zu gucken, ob da irgendwas ist. Hopp, hopp. Aber eigentlich... Da ist ja nichts, ne? Da ist ja gar nichts. Da ist ja rein gar nichts ist da ja. Hier war nur der Käfig. Hm... Ach so, ja, stimmt. Das ist von der anderen Seite. Also hier ist nichts. Grob zusammengefasst, hier ist nichts. Gut, dann müssen wir wohl nochmal zurück nach Karstag. Oder Karthas. Ah, ich weiß. Ich komme ja bei der einen Stelle nicht weiter, weil mir jemand fehlt, der das Tor aufmacht. Und ich denke mal, ich habe jetzt für den anderen den Weg aufgemacht, dass er mir folgen kann. Dieser komische Forscher-Heini da. Oh. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und holen den ab. Vielleicht müssen wir den abholen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir den abholen müssen. Ah! Und das. Severus Snake. Das sieht auch immer so aus, als wenn er nur einen Arm hat. Wenn er läuft. Ich finde es aber, sieht sehr charmant aus. Und es klingt auch sehr charmant. Also, es ist Nostalgie pur, finde ich. Richtig gutes Metroidvania mit richtig schönem Pixel-Look. Ich mag's sehr gerne. So. Gehen wir mal hier hin. Dann habe ich mir das eigentlich jetzt sparen können. Aber gut, wir sind wenigstens ein Level aufgestiegen. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Stärker und halte mehr aus. Was sagst du, wenn der Postbote den Brief am Boden vor die Tür legt? Das machen die bei uns eigentlich immer so. Also nicht vor die Haustür, also nicht vor die Eingangstür, aber das machen die eigentlich immer so, dass sie bei uns in der Wohnung den Brief reinlegen. Das ist eigentlich völlig normal. Zumindest kenne ich das nicht anders. Hopp, hopp. Also wüsste ich nicht, was ich da sagen sollte, außer good job. Keine Ahnung. Er hat seinen Job gemacht. Ich weiß es nicht, was ich da sagen soll. Hops, hops, hops. Beam mir endlich nicht. Was? Beam mir endlich nicht? Du meinst bei dir eigentlich nicht, oder? Langsam schreiben, Holo. Langsam. Wir haben es nicht eilig. Kann ganz in Ruhe schreiben. Alles gut. So, da oben. Genau, hier war nichts, weil ich die Kombination nicht habe. Aber hier ist doch dieser Dude.
Der Dude! Der Dude, Dude, da ist er doch. So. Bitte geh ohne mich weiter und sieh nach, was du finden kannst. Ich werde dir zu dir aufschließen, sobald ich hier fertig bin. Bitte geh ohne mich weiter. Ich brauch dich aber jetzt. Du musst mitkommen, Kerl. Toll. Ich komme dann, wenn ich Bock hab. Okay. Vielleicht dann oben lang. Mal gucken. Müssen wir erstmal einen anderen Weg suchen, ne? Geht ja nicht anders. Hops, 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 hups, 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 hupsi daisy. Ach ja, hier war ja auch noch was. Der Umriss einer Feder im Staub. Das haben wir auch noch nicht. Also hier haben wir scheinbar auch noch nichts. Gibt es hier noch irgendwo Wege, die wir noch nicht kennen? Oben vielleicht noch. Ja, dann gehen wir mal einfach mal zurück und gucken mal, was wir so finden können. An Wegen. Hui. Ein lederner Armschutz. Mach mich ledern, denn ich bin dein Armschutz. Geringer Int, aber hey. Guter Buff. Zombies ate my neighbors. Zombies ate my neighbors again. Und Zombies ate my neighbors the third. Zack, zack. So. Die Geister, die ich rief. Spuk. Die Spuks, die ich rief. Ich spuke auf dich. Ah. Ah. Warte, das Festsetzen nicht. Okay, da haben wir jetzt den Dingsen. Ach, da ist das, genau. Und da leuchtet da noch was. Also könnte da noch etwas sein. Eventuell könnte da noch was sein. Ich frage mich, was diese Leuchtendinger bedeuten. Weil es scheint ja irgendwie nicht normal zu sein, dass es leuchtet. Das heißt, da könnte noch ein Secret sein. Vielleicht ist das ein Hinweis auf ein Secret. Ich weiß es nicht. Es könnte natürlich sein, dass das Secret-Hinweise sind. Oder die Dinger leuchten, die ich schon gefunden habe. Das kann natürlich auch sein. Aber das würde auch keinen Sinn ergeben. Es wäre halt schön, wenn ich ein Dings hätte. Marker? Marker setzen? Moment mal, sind das Marker? Wann habe ich denn Marker gesetzt? Wann habe ich denn da einen Marker gesetzt, sag mal? Das sind Marker einfach nur, kann das sein? Moment. Da kann ich gerade keinen setzen. Aha. Ich glaube, das sind einfach nur Marker. Aber ich habe doch gar keinen aufgesetzt. Also ich habe doch gar keinen gesetzt. Ist dir schon aufgefallen, dass im PlayStation Store es sehr viel Mist gibt? Kommt drauf an, wie man Mist definiert. Es gibt in jedem Store sehr viel Mist, wenn du danach gehst. Es gibt auch im Steam sehr viel Mist. Im Steam Store. Also im Steam Shop. Manchmal ist unter gewissen Mist aber auch eine kleine Perle zu finden. Man muss nur richtig suchen und gucken. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Nee, da will ich nicht rein. Ansonsten habe ich hier aber auch nichts mehr, ne? Tatsache, es sind echt Marker. Wann habe ich die denn gesetzt? Okay, die will ich mal eben wieder entfernen dann. Oh, die entferne ich dann off-topic, das ist ja dann blöd. Ja gut. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Vielleicht in der Katasmine nochmal Sachen ausprobieren.
Dinger halten auch einfach viel aus, ey. Noch zu viel, muss ich sagen. Mir noch eindeutig zu viel. Die halten nur drei Schläge aus. Das geht ja. Vollkommen klar. Wenn man rechtzeitig mal ausweicht. So, dann gehen wir mal da runter. Hops, 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 hops und hops. Sehr schön, geschmeidige Performance. Da am Ende habe ich einen Marker gesetzt. Ich weiß zwar nicht warum, aber da ist einer. Dabei sollte hier keiner sein. Ich weiß nicht, warum der gesetzt wurde. Weiß nicht, ob ich das war. Weil die Truhe habe ich schon. Warum sollte ich da einen Marker setzen, wenn ich die Truhe schon habe? Ist ja Quatsch. Habe ich wohl einmal aus Versehen Viereck gedrückt. Kann natürlich sein. So, hier rüber. Würde ich sagen, erkunden wir mal die Mine weiter. Vielleicht ist da ja jetzt irgendwas. Weil hier kommen wir offenbar noch nicht hundertprozentig weiter. Silberbarren, sehr schön. Also kannst du Mist konkretisieren? Was zum Beispiel? Moment, war hier nicht der Aufzug kaputt? Deswegen kam ich da nicht weiter. Oder nicht zurück vielmehr. Ich glaube ja. Ich glaube, hier war der Aufzug kaputt, ne? Oder auch nicht. War hier nicht irgendwo der Aufzug kaputt? Hm. Gehen wir weiter hier. Erkunden wir mal hier die offenen Stellen. Jedes gute Metroidvania hat Backtracking. So wie auch dieses. Stimmt, die habe ich ja noch gar nicht, die Sperrkobolde. Die hatte ich, glaube ich, aber bin ich ja gestorben. Das ist toll. Obwohl doch, die habe ich, glaube ich, oder? Gucken wir mal ins Bestarium. Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, noch zwei töten. Ich glaube, das sind die. Wohl, nee, sind sie nicht. Wendigo. Noch hier Spuk. Zombie, Cobra. Hier fehlt auch noch einer. Wie viele Gegner gibt es eigentlich insgesamt? 50? Nee. Spiele, was am Smartphone am Anfang gab, zum Beispiel... Du ein Loch und sagst Sales rein. Was? Spiele, was am Smartphone am Anfang gab, zum Beispiel du ein Loch und sagst Sales rein. Den Satz verstehe ich jetzt nicht ganz. Bitte nochmal langsam aufschreiben. 87 Gegner gibt's nur. Mensch, da sind wir ja bald, wirklich bald durch. Das sind nicht viele. Smartphone-Spiele. Ja, das habe ich verstanden. Aber zum Beispiel du ein Loch und sagst Sales rein. Was soll das bedeuten? Das verstehe ich nicht. Die Aussage verstehe ich nicht. Okay, hier unten. Das muss ich nur öffnen. Darüber. Da ist noch ein Loch. Da muss ich hin. Aber Smartphone-Spiele sind ja auch nicht immer schlecht. Es gibt heutzutage viele Smartphone-Spiele, die geportet werden, die gar nicht mal so übel sind. Wie zum Beispiel Bleach, Brave Souls zum Beispiel. Ist ein gutes Bleach-Spiel.
Also ich würde nicht per se sagen, dass Smartphone-Spiele schlecht sind. Das meine ich damit. Luisa, was? Zipper, the port ist, was? Moment. Was? Du spielst ein Loch und saugst Auto und Gebäude ein. Okay, aber ich glaube, das gab's schon vorher. Dieses Loch-Game. Das war, glaube ich, gar nicht unbedingt ein Smartphone-Game. Das kommt mir sehr bekannt vor. Es gibt ja auch ein Spiel, wo du einen Donut spielst. Moment. Call 8 please in English, Luisa, Alexis. And in normal letters, please. Sieht aus wie eine satanische Botschaft. Hier rüber. Stimmt, hier komme ich ja noch nicht hin. Mir fehlt tatsächlich eine Fähigkeit, um diesen Boden weich zu klopfen. Diesen weichen Boden zu klopfen. Das werde ich bestimmt noch irgendwie können. Aber nicht so. Wahrscheinlich ist die Person jetzt schon wieder weggegangen. Das ist einfach nur ein Scam. I guess. So, dann gehen wir wohl nochmal zurück. Ich denke mal, ich muss durch den Teleporter zurück, weil so komme ich ja nicht zurück. Irgendwas muss hier irgendwo noch sein. Jetzt muss es natürlich ein bisschen gesucht werden. Und du hör mal bitte auf, in mich reinzuspringen, ne? Donkey Kong. Ah! Ah! Schwein! Blöder Sperrkobold. Stirb. Zwei Schläge. Kein Problem. Es gibt Leute, die macht so ein Spiel, wo man ein Loch spielt und Autos und Sachen einsaugt, ja auch Spaß. Also, mein Fall ist es jetzt nicht, da stimme ich zu. Ist nicht meine Art von Game, aber es gibt Leute, die haben da Spaß dran. Das ist halt dann einfach ein funny Game, ne? I guess. Also denke ich mal. Es gibt ja auch dieses Untitled Goose Game. Mit der Gans. Oder mit dem... Ja doch, ist glaube ich eine Gans, oder? Wo man diese Gans spielt und Leute ärgert. Das ist halt auch so, es gibt Leute, die haben damit super viel Spaß. Ich fand es damals mega overhyped. Ich habe ein Video zu einem Smartphone-Spiel gesehen, die haben dann Trailer Pokémon Schwert verwendet. Ich glaube, das ist verboten. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Das machen aber viele. Falsche Werbung verwenden. Das ist nichts Neues. Moment, und da Luisa Alexis nicht antworten will, habe ich leider keine Wahl, Schätzchen. Adios. Da sie keine Stellungnahme dazu nimmt, sondern einfach nur irgendwas reinschreibt, wahrscheinlich als Werbung gedacht, das ist wahrscheinlich irgendeine Werbung gewesen, wird sie geblockt. Sie hatte ihre Chance. War wahrscheinlich ein Werbeblock. Werbebot. Nee, also das machen viele mit falschen Dingen Werbung. Werbung mit falschen Tatsachen. Das ist nichts Neues. Ist traurig, ja, stimme ich dir zu. Aber ist nichts Neues.
Ich mag die Beats hier. Die Bum-Bums, die sind toll. Der Bum-Bum-Sound ist super. So. Dann wollen wir mal nach Karthas zurück. Oder Karthas, oder wie das immer das heißt. So. Schwabbeli-Wauwau. So. Wo müssen wir denn noch hin? Da müssen wir hin. Das heißt... Ah, da oben könnten wir auch noch lang. Das heißt, wir gehen erstmal in diese Ecke da oben und gehen von dort aus die Mine entlang. Zap, 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 zap. Das hier müsste das sein. Oh, das ist sehr gut strukturiert, muss ich sagen. Sehr übersichtlich. Man weiß direkt, welchen Port man nehmen muss oder welchen Höhleneingang man nehmen muss, wo, damit man da und da hinkommt. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist sehr gutes Mapping. Logisches Mapping vor allen Dingen. In der Hinsicht. Nachvollziehbar. Man muss nicht ausknobeln, wo man landet. Das finde ich gut. So, hopp, hopp, hopp. Und weiter. Und hier rüber. So, dann gehen wir einfach mal den langen Weg da entlang und gucken mal. Kannst du mal aufhören, mich zu beißen? Danke. Ach stimmt, hier war der. Der Bohrer-Troll. Aber hier war nicht nur das. Ach stimmt, ja, doch, genau. Also hier kann ich markieren, weil da komme ich noch nicht lang. Dafür sind die Markierungen gut. Damit ich weiß, da konnte ich noch nicht lang. Ich wünsche natürlich, dass man irgendwie einen Marker anders aussehen lassen könnte oder so. Damit ich dann direkt wüsste, was. Aber gut. Also Marker ist besser als gar kein Marker, ne? Von daher will ich mich mal nicht beschweren. Und so langsam machen wir auch richtig gut Schaden. Das gefällt mir. So, da oben war nichts mehr. Das auch nichts. Zumindest, wobei, es könnte sein, dass da oben doch was ist. Ich da vorher nicht so richtig rankam. Ich guck mal. Nee, da brauche ich irgendwas Doppelsprungmäßiges. Ich könnte natürlich nochmal probieren, einen Weitsprung zu machen, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Aber ich probiere es nochmal. Ja! Nee, ganz, ganz knapp. Schön mit allen Muskeln aus dem Arsch gekommen. Bringt das auch nichts, leider. Zack, zack. Zack, zack. Die geben doch manchmal Apples. Aber nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal gibst du Äpfel und die habe ich zum Fressen gern. Schon. Au. Wenn man keinen Bock hat, dem Glühwürmchen totzuschlagen, dann rennt man dagegen. Kopf durch die Wand. Passt schon. Zack. So. Da lang. Kann ich den Marker da gleich entfernen? Also da unten und da oben sind noch Wege. Gucken wir uns die doch mal an. Vielleicht kommt man da ja weiter. Irgendwo muss es ja weitergehen. Von daher schauen wir doch einfach mal. So, hier ist es noch nicht. Zack. 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 Zack.
Okay, da war ich scheinbar auch schon. Ich weiß nicht, warum er das mir markiert hat, ey. Ich weiß nicht, ob das Auto markiert oder ob ich das selber auszusehen markiert habe. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja gar nicht hier. Das Geheimnis wäre ja gar nicht auf dieser Seite. Das ist ja Quatsch. Oh, ein Eisenwagen. So, weg damit. Die Glibberlinge. Die Glibbis, genau. Glibbis hießen die. Bis jetzt. Du Arsch. Ah, fast. Ich glaube, da kann ich immer rüber, oder? Ja, dann kann ich da trotzdem nicht rüber. Nee, da brauche ich sowas wie einen Doppelsprung. Dann muss es ja unten lang gehen. Von hier aus und dann nach unten. Jetzt schauen wir doch mal. Hier geht es auch nicht lang. Wir müssen halt irgendwie rutschen können, aber das können wir ja nicht. Ha. Also brauchen wir auf jeden Fall eine Rutschfähigkeit. Hier irgendwas noch vergessen. Rum können wir nicht lang. Da. Das ist ja auch noch eine Ecke, ne? Vielleicht da lang. Dann gehen wir mal zum nächsten Porter. Gucken uns das an. Weil irgendwo muss ja was sein. Kann ja nicht sein, dass es hier nirgendwo und nichts ist. Das geht ja nicht. Das kann ja nicht sein. Zweifelsfall muss man in so einem Metroidvania alle Wege nochmal ablaufen. Dann kommt man sehr schnell auf diese Lösung. So, dann gucken wir mal, wo ist denn der ist oben? Also hier ist der Finger. Oben wird man dich loben. Jawohl. Ach Quatsch, das ist der falsche. Oben ging es ja nicht weiter. Der ist... Das müsste der sein. Der Finger oben wird man dich loben. So, genau. Ecke da. War ich hier eigentlich schon? Das kommt mir so unbekannt vor. Obwohl, das ist einfach nur... Ja, okay, da komme ich so nicht lang. Ach, das ist hier. Ja, super. Jetzt muss ich hier das Rätsel lösen. Ohne dass ich auch nur ansatzweise einen Plan hätte. Aber vielleicht kommt er ja einfach wieder. Ich spiele Phoenix Wright Ace Attorney Trilogie. Ich brauche zu lange für so ein Spiel. 24 Stunden gespielt beim ersten. Bin erst beim zweiten Spiel. Ja, mach doch nichts. Es kommt doch nicht drauf an, wie lange man für ein Spiel braucht. Hauptsache man hat Spaß damit. Und Phoenix Wright hat doch einen lustigen, richtig guten Humor. Da hat man doch sehr viel Spaß mit. Werde ich auch nochmal irgendwann streamen. Weil ich die Reihe auch noch nie gespielt habe. Und wieder der Putenschenkelkönig. Wie stehst du eigentlich zu Metroidvania? Spielst du sowas? Und wenn ja, welches Metroidvania gefällt dir am besten? Von denen, die du gespielt hast.
Der sieht echt fast wie der Typ aus Assassin's Creed, ne? So als Skelettmännchen. So, rüber. Dann gehen wir einfach mal dahin zurück und gucken mal. Ansonsten muss ich nach... Nein, ich spiele es nicht. Ah, okay. Spielst du überhaupt gar keine Metroidvanias? Unhold! Schade, ich dachte, er heißt Desmond Miles. Und wieder ein Totenschenkel. Geil. Das lohnt sich ja richtig, ey. Das lohnt sich ja richtig. So, schauen wir mal. Ich dachte, eventuell habe ich ihn jetzt getriggert, aber nö, scheinbar nicht. Dann muss es doch irgendeine andere Lösung dafür geben. Die Spiele verwirren mich zu sehr. Ja, dafür gibt es ja eine Karte, ne? Dafür gibt es ja Karten in diesem Spiel. Aber Einstieg, zum Einstieg kann ich... Ah, ich bin so dumm. Ich bin so strunzdämlich. Ich nenne mich Strunzdummkopf. Arschidiot. Oh shit, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ah, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Kann ich den resetten? Oh, ich bin so strunzdämlich, natürlich. Natürlich. Aber gut, dann können wir Prinz Putenbrust nochmal platt machen. Schon gewundert, ey. Kann nicht sein, dass man hier schon direkt festhängt. Aber dass ich auch nicht ausprobiert habe, den zu bewegen, ne? Das war ein bisschen Anfängerdummheit. Anfängerdummlich. So, jetzt gucken wir uns das Gelände hier nochmal genau an. Also, um den da wegzuschieben, müsste ich ihn hier hinschieben. Und dann hier hinschieben. Dann hier hinschieben und dann da hinschieben. Und dann habe ich ein Problem. Na, nee, doch nicht. Geil. Weggecheased. Schön. So, jetzt müsste das Ding aufgehen. Ich habe mich schon gewundert, warum der Opa nicht mitkommen will. So, sehr schön. Okay, hier geht's ins nächste Gebiet scheinbar. Hopp, 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 hopp. Und weiter. Oh. Zwei verschiedene. Ah, ein Shortcut. Ein Shortcut. Sehr schön. Das heißt, ich kann mal eben Spion gehen. Gehen wir mal eben Spion. Speichern. So. Let's go. Siehst du, anfangs ist es verwirrend, aber wenn man dann einfach guckt und nicht über dumme Sachen stolpert, dann dann kann man auch sehr schön Erfolge feiern in diesen Spielen. Es gibt aber auch Metroidvanias wie Sand am Meer, also gibt es ganz viele verschiedene. Die einen sind einfach, die anderen sind schwer. Da gibt es ganz, ganz viele. Ganz viele Versionen davon. Okay, jetzt gehen wir runter hier. Ich dachte, da ist jetzt ein... Das erinnert mich total an Metroid gerade. Das Gebiet. Aber sehr schön, so ein schönes Waldgebiet. Gefällt mir. Optisch sehr schick. Sehr schick. Da komme ich nicht hoch. Bap. Bap. Oh. Ein Spalt ist in die Wand geschnitzt. Ja, toll. Komme ich noch nicht weiter? Dann muss ich vielleicht doch da lang, oder? Da geht es dann zum nächsten Gebiet auf jeden Fall. Dann muss ich eventuell doch hier lang, aber da komme ich nicht hin, da komme ich nicht rauf. Ha, vielleicht muss ich dann doch nochmal in die Stadt zurück. Wenn hier gar nichts ist, dann muss ich wohl doch nochmal in die Stadt zurück. Interessant, interessant. Interessant, interessant, interessant. Jo, jo, das ist interessant. Das Blattwerkgebiet. Oben war das der Porter, also porten wir uns mal in die Stadt. Ich kann mir da ja jemand helfen. Hopp, 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 hopp.
Vielleicht gucke ich vorher nochmal da vorbei. Ist da nicht auch irgendwas übersehen habe? Ich glaube, da ging es nicht weiter, ne? Ich glaube fast, da ging es nicht weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich da ein bisschen falsch gelaufen bin. Ich muss diese Zahl rauskriegen, auf jeden Fall, um weiterzukommen. Runter. Fall ruhig zum zweiten Mal runter. Eine Meisterleistung par excellence. Weiter, weil da oben geht's weiter. Es sei denn, ich kann mich da durch die Wand schlagen, aber das glaube ich nicht. Auch wenn das so aussieht, wenn ich mich da durch die Wand schlagen könnte. Sieht halt wirklich so aus. Ne. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Na gut, dann gehen wir zurück. Oh. König Putenbrust wieder. Prinz Putenbrust. Hops. Kurz warten. Zap. 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 Und durch. Und runter. Gehen wir mal hier weiter. Nee, falsch. Oder sind das die Hinweise, diese drei Kerzen zum Beispiel? Es könnte ein kniffliges, knuffliges Rätsel werden. Und es gibt hier mehrere Räume, wo nichts drin war, ne? Das könnten tatsächlich die Hinweise sein. Ich untersuche die nochmal, diese Räume. Wo nichts drin war. Achso, ne, hier war der Buff drin. Aber in dem Raum war halt nichts drin, ne? Das Raum ist, glaube ich, auch nichts drin. Obwohl, ne, hier ist der Glücksradmann. Es gibt hier, glaube ich, noch einige Bereiche, wo nichts drin ist. Da könnte ich eventuell den Hinweis bekommen. Die Kerzenanzahl war 3. Hier sind es 4. Frage ist nur, welcher Raum steht für welch, steht für was? Das ist dann die Frage, ne? Die nächste Frage, die ich mir stelle. Welcher Raum steht für was? Das müsste man jetzt noch rauskriegen. Um das Rätsel in Gänze zu lösen. Nee, hier war nur ein Käfig. Das war also keine besondere Vorrichtung, sag ich mal. Aber da ist noch ein W.
Weg an der Seite. Komm ich da nicht hin? Muss ich doch eigentlich hinkommen. Sieht jetzt nicht unpassierbar aus. Achso, das ist oben. Ach, das ist hier, der Dings im Weg. Okay, jetzt ist die Frage, welcher Dings ist gemeint? Also das ist Taverne, Sterne, Schwert. Also wenn ich jetzt das hier als den ersten nehmen würde, dann wären das 3. Ne, 4. Dann wären das hier 3. Und das hier wäre dann irgendeine andere Zahl. Scheint aber noch nicht richtig zu sein. Ich kann ja mal gucken, was oben ist. Aber oben konnte ich glaube ich auch noch nicht lang, ne? Aber oben geht's gar nicht lang. Und da war halt nur dieses Ding mit der Feder. Die Feder habe ich halt noch nicht. Das hier genau. Knifflig, knufflig. Gut, dann gehen wir mal nach Karthas zurück, um zu gucken, hat er vielleicht was Neues zu sagen? Bitte geh ohne mir. Okay. Ich bin ein Arschloch, ich will dir nicht helfen. Okay, danke. Penner. So, dann auf nach Karthas. Wo war denn der nächste Weg? Der nächste Weg ist der, würde ich sagen. Ja, der ist es. Wer kauft der gefälschte Gläser von McDonald's, die bekommt man gratis. Ich kaufe generell nichts von McDonald's. Schon lange nicht mehr. Einfach weil ich den Geschmack von gepresster Pappe nicht mehr ertrage. Und seitdem McDonald's dieses Katar-Ding durchgezogen hat, sind die sowieso bei mir unten durch. Genauso wie ich auch keine Müller-Produkte mehr kaufe. Weil ich trinke keine Nazi-Scheiße. Leider muss ich dann auch auf meine Milzani verzichten. Aber ist das halt so. Weil Milzani auch eine Tochterfirma von Müller ist. Deswegen muss ich auch darauf verzichten. Ich habe eine Nachricht gesehen, dass man aufpassen soll. Ja. Das kann man vermeiden, indem man nicht bei McDonald's kauft, würde ich sagen. Genau wie man nicht bei Müller und bei Milzani kauft. Das ist alles eine Frage der Moral. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Eine gute Kaufmoral. Zack, 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 zack. Erstmal hier durchschnetzeln. Zack. Schöne Torte. Schlaf gut. Zack, zack. So. Gehen wir mal hier hoch. Hopp, 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 hopp. Kann ich das vielleicht mit der Peitsche treffen? Ah nee, das ist so gewollt, dass man da rauskommt. Aus diesen...
Moment mal. Gibt es vielleicht einen Zugang, den ich von dort aus erreichen kann? Bin ich einfach nur so dumm oder was? Wirklich? Gucken wir mal gleich. Vielleicht geht das auch jetzt noch nicht. Also dann, bereit für eine Mission? Ich habe noch etwas Ausrüstung zum Verkaufen, aber kann aber nichts Neues schmieden. Diese Kreaturen haben mir meinen Schmiedehammer entrissen, als sie die Stadt überfallen haben. Mein Vater hat ihn mir gegeben, als ich mit dem Schmieden angefangen habe. Ich habe versprochen, ihn immer zu nutzen. Sobald ich meinen Hammer zurück habe, kann ich aus deinen Rohmaterialien neue Gegenstände fertigen. Halte deine Augen offen und gib mir Bescheid, wenn du ihn findest. Okay. Cool. Wow, du hast ein Tonikum-Rezept gefunden. Jetzt kann ich einen Trank erstellen, der dir deine MP herstellt. Ja, super. Ich werde es sofort in das Menü aufnehmen. Oh, super, du hast ein Gegengiftrezept. Jetzt kann ich einen Trank erstellen, der Vergiftungen heilt. Ich werde es sofort ins Menü aufnehmen. Halte bitte weitere Rezepten Ausschau. Okay. Hast du meinen Kartenstab schon gefunden? Okay. Hier ist immer noch nichts, ne? Oh, mein Wireless-Controller ist, gibt gleich einen Geist auf. Moment. Muss den mal eben anschließen. Die Musik ist so schön. Ah. Ich liebe Katers, aber hier zu wohnen hat auch einen Nachteil. Es gibt in der ganzen Stadt keine Bank. Deshalb habe ich mein Geld seit Jahren unter den Minen vergraben. War vermutlich nicht das cleverste Versteck, denn jetzt wimmelt es da nur so von Monstern. Es ist für mich zu gefährlich, dort runter zu gehen. Vielleicht könntest du nach meinem Geld suchen. Wenn du mir 3 meiner Geldbeutel zurückbringst, werde ich dich für deine Mühen entschädigen. Bitte nimm meine Schaufel mit. Du wirst sie brauchen, um die Beutel auszugraben. Oh! Ja. Vielleicht brauche ich ja auch nur die. Okay, Essel, Prinzessin Kade fehlt mir noch. Okay. Vielleicht brauche ich ja nur diese Schaufel. Damit es mal weitergeht hier. Ist dir mein Buch der Zauberformel schon mit dem Kopf hoch? Stimmt. Ihre Quest haben wir ja schon. Also wir suchen nach einem Hammer, wir suchen nach einem Buch der Zauberformeln und wir suchen... Kann ich irgendwo gucken nach Quests? Nee. Okay. Das merke ich mir dann eben einfach so. Ist ja kein Problem. Nach Münzen? Nee, nach Spielkarten, nach einem Zauberbuch und nach einem Hammer. Und nach Schätzen. Die scheinbar irgendwo hier... Ah, der Boden. Der weiche, der aufgeweichte Boden. Den können wir damit wahrscheinlich jetzt öffnen. Das wäre natürlich geil. Wenn das jetzt die Lösung wäre, wäre das natürlich super. Das heißt, immer wenn wir einen neuen NPC bekommen, direkt gucken, ob er irgendwie was uns gibt, was uns weiterhilft. In dem Fall würde es uns das ja wirklich weiterhelfen. Also da unten. Und ein Apfel. Gold. Können wir die Schaufel irgendwie benutzen? Gute Sache. Ja! Geil! Es klappt! Ist ja super geil.
Dein Vorrat. Super gut. Also diese aufgeweichten Böden müssen wir jetzt auf jeden Fall mal untersuchen. Stimmt, hier war ja alles dunkel. Hier kam ich ja nicht weiter. Ne, hier geht's noch nicht weiter. Hier brauchen wir ein Licht, eine Taschenlampe oder sowas. Dann sollte ich weiter nach den Geldsäcken suchen. Zwei fehlen noch. Ja, auf jeden Fall in den Minen. So viel hat er ja gesagt. Magisches Bandana. Diese magischen Waffen sind halt auch geil, ne? Die sind halt echt eine schöne Belohnung einfach, wenn man auf genug Gegner kloppt. Dass man dann die Möglichkeit hat auf so ein cooles magisches Item. Schon cool. So ein shiny Item könnte man sagen. So ein Pokémon-Sprech zu sagen. So. Oben geht es eventuell weiter. Ah, unten ist ja nur ein Zephmond. Ich werde hier wahrscheinlich nicht sterben. Wahrscheinlich werde ich diesen Satz bereuen, aber... Da muss schon sehr, sehr viel schief gehen, damit ich hier jetzt sterbe. Aktivierbar ist gerade. Zack. Oh, habe ich mich eventuell noch nicht entmutet? Ich glaube schon, dass ich das habe. Ja, habe ich gut. War mir nicht mehr ganz sicher.
So. Au. Au. Du Schwein. Zack. Dies. Hops. 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 Weißt du, dass hier irgendwo noch mehr von diesen Dingern waren? Von diesen sandigen Verstecken? Oh, 101, geil. Mehr Lebensenergie ist mehr Lebensenergie. Mehr Lebensenergie ist schön. Hops. 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 Und rüber. Okay, das wird auf jeden Fall mit so Kreisen angezeigt, also muss ich mir da keine Gedanken machen. Schaufel ist doch auch eine Anspielung auf Shovel Knight, oder? Eine Referenz, oder? Geheimvorrat. So, den zweiten haben wir. Jetzt fehlt noch einer. Und der ist wahrscheinlich da, in der Ecke. Ich bin falsch gegangen. Noch nicht. Felstrolle. Kobolde. Oh, die hatte ich vorher noch gar nicht. Interessant. Ich dachte, die hatte ich schon mistariert. Nämlich das Säckle. Das Goldsäckle nehme ich doch gerne. So. Geht's nochmal hier lang. Da war nichts mehr. Da war auch nichts, ne? Nee, ging's noch runter. Stimmt, wenn man oben, glaube ich, runterfällt, dann war das der Backpoint sozusagen. Die auch ausgraben kann. Wäre cool. Ein schönes Easter Egg gewesen. Okay. Gespannt, was ich von dem kriege.
Aber es ist so momentan die einzige Richtung, die ich gehen kann, weil... Oder das Einzige, was ich machen kann. Alles andere scheint mir gerade nicht wirklich sinnvoll. Und nicht möglich vor allen Dingen auch. Also nicht nur nicht sinnvoll, sondern auch nicht möglich. Dass eins in einem extra Raum versteckt war. So ein Erdhügel. Oder so ein Sandhügel. Und der war, glaube ich, hier. Ja, sag ich ja. Und jetzt die... Ich dachte, vielleicht benutzen die automatisch. Nee. Die ist auch nicht zum Schlagen da, die ist wirklich nur zum Buddeln. Stärketrankrezept, das ist nicht sein Geheimvorrat. Ist denn sein letzter... Ah, da unten ist auch noch was. Okay, dann ist das sein letzter Geheimvorrat. Aber hey, so ein Stärketrankrezept ist auch nicht zu machen. Hier ist nichts. Dann ist das ein Secret in... eigener Sache. Hopp. Kristallviecher platt machen. Kristallglibbis. Gerade in jedes Fettnäpfchen. So, da ist das letzte. Das letzte! Ich wusste, dass du das letzte warst! Nimm dies. Der letzte Rattenkönig. So, hier nämlich. Buddeln, buddeln, buddeln und yes! Geheimvorrat! Geplündert! Geplündert! Geil! Ich hätte gerne dann so ein leuchtendes Langschwert, ne? Aber vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwann. So, das... Ja, als nächstes müssen wir erstmal wieder zu den Katakomben zurück. Denn von hier aus gibt es keinen Teleporter. Dann können wir direkt den Trank abgeben und... den Geheimvorrat. Wieder die Horde am Werk.
Ich will mal kurz das ausprobieren. Also, der ist oben. Das heißt, der müsste ganz oben sein, dieser Porter. Haha! Ist er tatsächlich. Sehr gut. Ich bin schon gewundert, ey. Da kommen wir nämlich von hier aus direkt nach Krathas zurück. Das finde ich sehr gut. So. Bevor wir da jetzt zu ihm lang gehen, gehen wir erstmal hier lang. Zu Ash. Du hast einen Rezept für einen Zornestrank gefunden. Jetzt kann ich einen Trank erstellen, der deine Stärke für kurze Zeit erhöht. Ich werde sofort ins... Sehr gut. So. Tarn brauche ich aber nicht mehr. Also von daher geht das erstmal vollkommen klar. So, mein Freund hier. Danke, dass du mir mein Geld zurückgebracht hast. Ich sollte mich jetzt wohl um ein Versteck kümmern, das näher an meinem Zuhause liegt. Hier ist dein Anteil. Ganz wie versprochen. Und weil du dich so bemüht hast, darfst du die Schaufel auch behalten. Super. Die meisten Leute wissen die Schönheit der Minerale nicht zu schätzen. Würdest du gerne einen Blick auf meine Sammlung werfen? Ich habe ein bisschen was, ne? Topasse und Rubine. Ich weiß aber nicht, ob ich die noch brauche, deswegen. Hui, der verkauft Barren. Das ist ziemlich gut. Die meisten Leute wissen, ne? Ja. Gut, okay. Das ist erledigt. Uns direkt von Katas zurück in die Katakomben begeben. Gibt es hier denn noch irgendwo aufschaufelbare Böden, die ich vielleicht ignoriert habe? Aus Gründen. Da vielleicht, ne? Da! Direkt neben mir. Quasi. Na, dann gucken wir uns die doch mal an. Also, muss ja direkt über mir sein, ne? Mhm, direkt unter mir jetzt. Mal schauen, mal schauen. Das ist ein aufschaufelbarer. Nee, der ist weiter unten. Hier. Hier soll ein aufschaufelbarer Boden sein. Okay, das hier sieht schon verdächtig aus. Das ist aber kein aufschaufelbarer Boden. Das ist etwas, wo man durchrutschen kann. Den aufschaufelbaren Boden sehe ich hier aber nirgendwo. Dann. Anfangs so hart, ne? Ich meine, die sind immer noch stark. Für normale kleine Gegner sind die immer noch stark. Muss ich den lassen. Jetzt nicht weiter. So. Jetzt kriege ich diese Skelettdings noch. Wobei, dann werden die, glaube ich, markiert, oder? Der Schädel kann man nicht schaufeln. So halt auch noch nicht hoch. Da müsste ich schon weiterkommen. Lederne Armschutz. Kann man haben, kann man haben. Kickskeule. Stärker. Und die hat so einen schönen Schwung. Na gut, die ist ein Schlag stärker, aber die hat so einen schönen Schwung halt auch. Finde ich ganz cool eigentlich. Fand ich ja bei Symphony Night schon ziemlich geil, diese Waffen. Mit dem Schwung. Das hat sich doch dann direkt mal gelohnt. Halten diese kleinen Kriecher so viel aus. Einfach Trollgegner, glaube ich. Kann ich sie verlangsamen.
Schöner Schutzbuff. Kann man ja mal mitnehmen. Lass hier doch keine Rubine liegen. Bin ich denn? Heilsame oder was? Das sieht so nach Secret aus, ich weiß auch nicht. Ist aber keins. Sieht aber total nach Secret aus. Hey, Sin! So. Jetzt ist die gute Frage, wo es weitergeht. Also hier ist wieder das mit dem Edelstein, der Umriss einer Feder im Staub. Das verstehe ich nicht. Noch nicht. Das wird sich bestimmt irgendwann ergeben. Mit ihm ist ja nichts Neues. Er ist ja immer noch. Ja, ich forsch mal hier. Ich bin ja immer noch ein Forschmann. Deswegen forsche ich hier. Dann gehen wir jetzt einfach mal direkt runter. Was soll schon passieren? Da oben war nichts, ne? Hier war die. Genau, hier war der Felix Farron, den wir schon gesehen haben. Der ist da ja drauf gegangen. So, dann gehen wir hier nochmal safen kurz. Hopp. Bling, bling, bling. Irgendwann kann man so eine Säule bestimmt zerstören. In irgendeinem Safe Point kann man bestimmt die Säule zerstören. Sieht einfach zu verdächtig aus, als dass es nichts ist. Diese Räume sind ja auch sehr verdächtig irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, dann gehen wir nochmal zum Waldgebiet zurück. Gucken, ob wir da jetzt irgendwas vielleicht aufmachen können. Aufbuddeln. Aufschaufeln. Der Puttenprinz wieder mal. Er enttäuscht nie. Puttenbrustprinz. Batz, batz. Puttenbrustprinz. Batz, batz. Puttenbrustprinz. Batz. Geh doch. Hopp. Und hoch und hoch. Und Boomerang Man. Nimm dies. Aha! Eine Knochenpeitsche. Ist sie noch besser? Ist eine Peitsche, ne? Besser ist sie halt nicht. Sie hat halt die Reichweite auf ihrer Seite, aber selbst dann ist sie ja, trifft er mich ja trotzdem. Also bleibe ich bei der Kriegskeule erstmal. Der Duncan. Die hieß doch Duncan, oder wie hieß der nochmal? Ne, Unhold. Unhold hieß er. Duncan, ich weiß nicht, wie ich auf Duncan komme. Knochenteufel hat einem 100 Erfahrungspunkte übrigens gebracht. Muss ich mal reinziehen. Ist das hier vielleicht irgendein Hinweis? Nee. Wobei, doch! Der Raum mit den Gläsern, das sind zwei. Also Gläser gibt es zwei. Jetzt müsste ich nur noch gucken, wo es irgendwo Schwerter gibt. Schwerter gibt es vier! Jetzt fehlen nur noch die Sterne. Oh mein Gott, bin ich dumm. Warum achte ich da nicht drauf? Sterne gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sterne gibt es 8. Und Schwerter gibt es 4. Alles klar, wir haben es gelöst. Haben es gelöst, geil. Komm nicht weiter, wie cool. Wie cool. Oh, ist das schön. Schönes Rätseldesign. Ich mag sowas. Einfach die Tapeten mehr beachten und schon kommt man auch weiter. Mein Fokus war halt einfach zu sehr auf diese seltsamen Räume, die halt einfach nichts bringen. So.
Gehen wir erstmal wieder zum Teleporter zurück. Geil, wir kommen weiter. Das ist doch sehr schön. Sowas liebe ich in Metroidvanias, wenn du endlich den lösenden Weg gefunden hast. Die Lösung des Rätsels, das du schon immer wieder... Oder wo du schon die ganze Zeit am Knobeln warst. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Wenn du das dann endlich löst. So. Das Ding war oben. Ist der Finger oben? Würde man dich loben. Genau, da. Also ganz auf dieser Seite, glaube ich. Jupp, genau. Hier war das. Und genau, Sterne gibt es 8. 2. Und Schwerter gibt es 4. Und dann betätigen wir den Hebel. Und das Ding geht auf. Ha! So gut. So gut. So verdammt gut. Oh mein Gott. Stinkies. Fiese Stinkies. Und Laser. Zaubermänner. Oh mein Gott. Die Spookies. Erschaffen. Oh, wie schrecklich. Spookies sind ja so schlimm. Der Laser ist viel schlimmer. Alter. Hauen wir mal einfach alles raus, was wir haben. Let's go. Fuck you, ey. Ich hoffe, hier gibt es gleich einen Safe Point. Weil die sind ja schon nicht ohne, die Jungs hier. So, hopp. Und hopp. Und hopp. Wobei, ich habe ja noch ein bisschen Putenprinz. Puttenbrust. Putenprinz ist Puttenbrust. Also von daher... Ist das nicht ganz so schlimm? Oh, habe ich ihn... Ich dachte, ich habe ihn gefetzt, aber nee. Sich wegteleportiert in dem Moment. Oder in den Boden eingegraben. Dann sieht ja seinen Schatten noch. Rubin! Hopp, 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 hopp. So. Hier hoch. Oder erstmal hier lang. Vielleicht gibt es hier einen Safe Point. Nee. Dann ist vielleicht hier ein Safe Point. Hörst du da? Danke. Oh je. 1, 2. Okay. 1, 2, 3, 4. Nein. So. Da geht's. Dann ist hier vielleicht ein Safe Point. Irgendwo muss. Achso. Ist eine Fassade gewesen. Nee, hier ist kein Safe Point, aber du fühlst dich begünstigt. Naja. Jetzt bin ich günstiger oder was? Gestatten, mein Name ist günstig. Ich kaufe hier ein. Und zwar günstig. Haha! Oh! Oh, begünstigt ist geil! Begünstigt ist ein geil, hartgeiler Buff, ey! Übrigens, Geldsegen! Geil! Ich mach mich nie wieder lustig über diesen Buff. Ich hab mich anzustinken. Schwein. Oh, da gibt mir jeder Gegner einfach Geld! Oder die Gelderhaltungsfähigkeit oder die Erhaltungshäufigkeit ist gestiegen. Sehr, sehr gestiegen, Alter. Ist geil. Der Geldscheißer-Buff. Nice. Hau ab. Kollege. Du, 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 du. Kampfgürtel, ich hab einen besseren. Shiny Kampfgürtel. Wäre natürlich noch cool, wenn das auch für Loot zählen würde, ne? Aber das ist schon ganz geil. Günstig da Status zu haben, ist schon ganz nice. Sind wir einfach Christian Lindner. Lindner-Style. Danach muss man sich also gleich direkt waschen, weil man sich dreckig fühlt. Ah, Boss-Time. Sehr schön. Aber bevor ich da lang gehe, gehe ich nochmal kurz zurück. Denn da hinten war ja auch noch was. Das will ich vorher untersuchen. Aber gut, dass ich vorher gesaved habe. Ah! Okay, doch nicht. Ich dachte, ich kann ihm ausweichen. Ärgerlich. Ich weiß schon, warum ich mich davon nicht...
anspucken lassen wollte. Oder anhauchen lassen wollte. Geldbeutel da liegen. Könnt ihr nur vergessen. Das Gift ist hier wirklich hartnäckig, das muss man ja mal sagen, ey. Das ist das mit fieseste Gift, was ich in einem Spiel wieder erlebt habe, ey. Das ist ja ganz schön fies. So, ein paar Putenschenkel nochmal knuspern. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinen Putenschenkeln? Zack, zack. Nimm dies. Mumie! Jawoll! Die Mummy Alive haben wir jetzt auch frei gesetzt. Oh Gott. Oh Gott, das sieht einfach Spaß aus. Hopp, hopp, hopp. Jawohl, first try. Nice. Helle Barbe. Man hat mich schon schlimmer genannt. Was ist denn? Ja, schön. Stichwaffe. Vor allen Dingen eine schöne Entfernungswaffe. Ne? Wo man die Gegner sich schöner am Abstand halten kann. Das gefällt mir. So, hoch, hoch, hoch. Vielleicht kann ich ja den begünstigten Status wieder einsammeln. Weil der ist ja eigentlich verbraucht, der Buff. Das heißt, nee, schade. Der Giftstatus ist gleich vorbei. Ja, das Gift ist echt übel in dem Game. Ja, ne? Aber ich hab, also ich könnte mir Gegengifte kaufen. Das wäre gar nicht so das Problem. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass ich jetzt Gegner bekomme, die mich vergiften. Deswegen habe ich das jetzt nicht vorsorglich gemacht. Aber das hält echt lange, ey. Das ist krass. Auch wenn es immer nur einen Schaden macht. Wenn man da nicht schnell zum Speicherpunkt kommt, ist das schon gemein. Aber das Rätseldesign ist gut, ne? Das mit den Zahlen und so, das war schon ganz geil. Mit dem auf dem Hintergrund achten. Ich mag ja sowas, wenn das so unterschwellig irgendwo ist. Das ist einfach gutes Rätseldesign dann. Nimm dies. Und das. Aha, Kampfgürtel, nochmal. Kann ich gut verkaufen. Oh, Schwein! Also es hat echt ziemlich viele Stärken, dieses Spiel, muss ich sagen. Es nimmt dich ernst. Es ist nicht zu leicht, es ist nicht zu schwer. Es ist meiner Meinung nach genau richtig. Vom Schwierigkeitsgrad her. Man muss die Bosse üben, aber man ist nie überfordert hundertprozentig. Ich denke mal, als nächstes bekomme ich den Rutschmove, weil es hier zu viele Wege schon gab, wo man rutschen konnte. Da wird garantiert als nächstes der Rutschmove folgen. So. Let's go, safen. Und let's go, Boss. Treten wir den Boss in den Arsch. Oh. Sieht aus wie ein Wurm oder so. Ja. Ich wusste es, ein Wurm. Igidigit. Es ist einfach Nidhogg. Okay. Okay, was macht der? Der macht so und dann macht der. Wuff! Wuff! Freundchen! Hui, aber der sieht cool aus, ey! Cooles Design! Gefällt mir! Nein, ein bisschen an Zelda! Twilight Princess! Der Sandtempel-Boss! Uiuiuiui, okay! Okay! Kollege, nimm dies, spring hier nochmal drüber, schlag, schlag, spring hier nochmal drüber, schlag, schlag. Wow, falsche Richtung. Aber ich habe ja zum Glück noch ein paar Tränke, also macht das nicht so. Ich fühle mich da recht sicher gerade. Es könnte ein First Try werden, wenn er nicht in mir drin landet. Jetzt kommt das. Ich glaube, da muss ich drüber springen. Ich muss es zumindest versuchen, ich probiere es gleich nochmal. Ist er? Da. So. Ach stimmt, dann macht er ja jetzt das. Ich heile mich mal eben. Wildfleisch 30. Oh, kann man haben. It's Dune all over again. Ein pinker Sandwurm. Oh, besiegt.
First try! Jawoll ja! Nicen Wurm. Knochenwurm. Nicen Wurm. Jawoll! Geil! So, bevor es hier weitergeht, bevor wir ins nächste Gebiet vorstoßen, machen wir hier nochmal kurz einen kleinen Breaky und sehen uns dann gleich nach einer kurzen Pinkelpause wieder mit Shazam! Es wird geil. Es wird richtig geil. Es fängt langsam mal richtig an, richtig gut und unglaublich stark zu werden. Und ich werde immer besser und stärker und in Schnauze. So. In Schnauze rein! Also, liebe Leute, Vorschaffen vor sein. Bis gleich, haut rein. Euer Varius. Be right back. Shazam!